Scheiße! Scheiße, scheiße, scheiße! Ich hab sie verloren, sie waren gerade noch hinter mir und dann hat irgendwer geschossen und jetzt diese Jubelrufe. Was machen wir denn jetzt? Konstantin! Ja, wir müssen zurück, sie holen. Ja, warum hast du denn dein verdammtes Scheißgewehr nicht mitgenommen? Vor einigen Monaten hat sich die Welt verändert. Alle Erwachsenen verwandelten sich innerhalb von 48 Stunden. Sie wurden zu blutrünstigen Verrückten. Sie sprechen nicht, sie blinzeln nicht, sie grinnen wahnsinnig. Wir nennen sie die Gefallenen. Wir leben in Stämmen und versuchen, da zu überleben. Wenn wir älter werden, werden wir wie sie. Wir sind die Kinder der Gefallenen. Erstmal herzlich willkommen, Sabine. Hallo. Und hallo, Buddy. Hallo. Ja, wir haben, wie gesagt, schon eine Mission gespielt. Bei Children of the Fall geht es darum, dass wir einen Tribe von Kindern spielen. Und wir haben auch schon neue Tribe-Mitglieder. Ich kann es schon mal verraten, denn wir werden weiterspielen. Wir wollen den Tribe weiter ausbauen. Wir haben weitere Interessierte gefunden, mit denen wir dann die Runde auch im Juli fortsetzen. Denn man kann es auch so spielen, dass man den Spielabend immer mit einer Mission zubringt. Und das wollen wir auch heute machen. Und die Mission haben wir noch nicht festgelegt, denn wir dachten, wir lassen euch daran teilhaben, wie man so überlegt, wie es denn jetzt weitergeht. Denn Children of the Fall ist ein spielleitungsloses Rollenspiel. Das heißt halt auch, es ist jetzt niemand von uns, der sich hingesetzt hat und den Abend vorbereitet hat, sondern wir erzählen die Geschichte zusammen. Dafür gibt es eine ziemlich coole Spielmechanik, wie ich finde. Wir haben ja schon einige Erzählrollenspiele ausprobiert und auch einige davon waren spielleitungslos. Ich finde aber, dieses hier ist eigentlich das, was dafür gesorgt hat, dass wir wirklich geschafft haben, eine coole Horrorgeschichte zu erzählen, und die Mechanik stört auch nicht. Aber wir wollen jetzt sie auch gar nicht so ausschweifend nochmal erklären. Ich habe einen Link, schreibe ich mal in den Chat. Da habe ich nämlich ein YouTube-Video gemacht und in einer knappen Viertelstunde das Spiel umfangreich vorgestellt. Also so umfangreich, wie man es in einer Viertelstunde halt machen kann. Aber es ist halt auch nicht besonders viel, was sehr cool ist. Ja, und deswegen hatten wir gedacht, streamen wir auch, wie wir jetzt festlegen, wie es weitergeht. Die letzte Mission war Move Along. Wir haben uns fortbewegt von unserer sicheren Zuflucht, denn wir sind die Müritzer Piraten. Wir haben auf der Müritz ein schwimmendes Hideout, wie sagt man, eine schwimmende Zuflucht. Genau. Und jetzt überlegen wir, wie es weitergeht. Habe ich irgendwas vergessen? Nein, ich glaube nicht. Wir haben, aber ich würde mal sagen, wir starten sonst, bevor wir jetzt gleich überlegen, welche Missionen wir machen, erzählen wir noch, welche Charaktere wir spielen, denn das ist auch noch ganz wichtig. Es gibt verschiedene Playbooks und jedes Playbook darf auch nur einmal vertreten sein. Das kennt man ja auch aus PBTA-Spielen. Und das heißt also, die sind gut ausdefiniert. Wir haben sehr unterschiedliche Typen. Entscheidend oder wichtig ist oder uns allen gemein ist, dass wir Kinder und Jugendliche spielen. Denn ab dem Alter von 16 war das, ne, geht es los, dass die sich ebenfalls in die Erwachsenen verändern können und entsprechend mutieren und dann zu diesem blutrünstigen Wahnsinnigen werden. Denn das Spiel hat auch eine eingebaute Abwärtsspirale. Wir haben also wenige Würfe, aber wenn wir diese Würfe verkacken, dann triggern wir direkt ein Trauma. Und beim 9. Trauma ist der Charakter auch entweder tot oder mutiert. Das heißt, wir haben gar nicht so viele Optionen. Und ich kann schon mal sagen, ich spiele den Prophet Agnes, die sich für von Gott berufen hält, den Tribe durch das Tal der Tränen in eine neue Zivilisation zu führen. Und ich habe bereits ein Trauma. So schon mal zum Einordnen. Aber dann würde ich jetzt das Wort weitergeben.
Sabine, wen spielst du denn? Ja, dann mache ich weiter. Ich spiele Sophie. Ich bin 13 Jahre alt. Ein kleines, zierliches Mädchen mit Sommersprossen, sich irgendwie immer wieder schafft, in Schwierigkeiten zu bringen. Ich spiele nämlich den Troublemaker. Entweder bringe ich mich in Schwierigkeiten oder es passiert einfach. Ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall bin ich aber dadurch, dass ich so klein und zierlich bin, doch recht wendig und leise und scoute gerne Dinge aus, was wieder zum Problem führt manchmal. Tatsächlich, wer die erste Folge sozusagen gesehen hat, weiß, dass ich noch einen kleinen Bruder habe, den ich irgendwann im Laufe dieser Ereignisse seit der Verwandlung der Erwachsenen irgendwie aus den Augen verloren habe. Und den habe ich gefunden, allerdings so ich erhofft habe. Aber das beschäftigt mich jetzt noch durchaus. Mal sehen, ob das heute wieder Thema wird oder in einer der nächsten Folgen. Ich habe tatsächlich beim letzten Mal schon einen Downfall getriggert. Das heißt, ich hatte schon 3 Traumapunkte und wurde in der letzten Szene, war es glaube ich, noch verletzt durch einen Unfall eigentlich, aber ich habe eine Schussverletzung abbekommen aus dem Gewehr von Konstantin. Genau. Also ich spiele Konstantin, 15 Jahre alt, ehemals der Diplomat des Stammes, so typreicher Anwaltssohn, eher unsympathisch. Und ja, wer die letzte Folge gesehen hat, weiß, dass der Schuss natürlich nicht Richtung Sophie gehen sollte, sondern es gab da einen Twist mit unserem damaligen Leader. Und dieser Twist hat dann in einer gewalttätigen Auseinandersetzung gegipfelt, in deren Verlauf Konstantin zusammen mit dem Leader in der Müritz versunken ist. Und jetzt müssen wir mal schauen, was dazwischen drin passiert ist, was mit Konstantin passiert ist, was mit dem Leader passiert ist. Ja. Super. Also, wir können auswählen zwischen folgenden Missionen. Support. Und da sind dann so die Fragen, wer oder was braucht unsere Hilfe? Welche Art der Hilfe brauchen Sie? Why do you have to be the ones to lend support? Also warum müssen wir die Unterstützung leisten und was bekommen wir dafür? Welche Mitglieder unseres Tribes stimmt der Mission nicht zu und warum? Das ist immer so die letzte Frage, die eigentlich bei allen Missionen gilt. Das heißt also, wir können auch unseren Tribe damit weiterentwickeln oder die Konflikte in unserem Tribe damit weiter triggern. Also einmal, wie gesagt, Support, eine Support-Mission, dann die Reinforce-Mission. Das heißt nochmal Reinforcing. Verstärken, also unsere Zuflucht ausbauen. Ah ja. Genau, und da ist auch die erste Frage, welches Element von unserer Zuflucht oder von unserem Tribe braucht das? Und warum ist es nicht einfach, das hinzukriegen? Welche Schwierigkeiten, Hindernisse stehen uns dabei im Weg? Dann wer oder was möchte, dass dieses Projekt scheitert? Und dann halt auch wieder, wer im Tribe ist damit nicht einverstanden? Das war Mission 2. Mission Nummer 3, Search and Rescue. Also für wen oder was suchen wir? Wessen Fehler ist das? Habe ich das richtig? Whose fault is it? Also wessen Fehler ist es? Why is time of the essence? Also das ist auch, also hier spielt dann Zeit eine Rolle und warum müssen wir herausfinden? Sucht irgendjemand das Gleiche wie wir? Und was wird passieren, wenn wir es nicht hinbekommen? Also ihr merkt auch schon anhand der Fragen, die diese Missionen vorschlagen, dass man da wirklich auch was Dramatisches aus dieser Geschichte machen muss, indem man halt sich an diesen Fragen entlang hangelt.
Nummer 4, der Supply Run. Wir leben ja schließlich in so einer postapokalyptischen Welt. Die Erwachsenen sind alle mutiert und wir haben uns in diesen Stämmen zusammengefunden und mussten auch, als wir unseren Tribe und auch unsere Zuflucht definiert haben, uns überlegen, welche Supplies fehlen uns, also was brauchen wir und was ist bei uns immer knapp. Und diese Mission ist genau, also spielt das auch an, welche Supplies sind benötigt und warum brauchen wir sie so schnell wie möglich. Also auch hier ein bisschen wird die Dramaschraube angezogen. Where do you plan on obtaining them? Was heißt obtaining? Wo werden wir sie herbekommen? Herbekommen. Und warum gibt es Zweifel über diese Mission? Dann die nächste, Take by Force. Was müssen wir uns mit Gewalt holen und was beschützt es? Warum ist Diplomatie keine Option? Why is your tribe at a disadvantage? Was heißt das? Warum wir im Nachteil sind. Nachteil. Mhm. Okay. Okay. Dann, es wird noch gewalttätiger, denn die nächste Mission heißt Attack. Wer oder was greifen wir an und warum? Warum ist es auch unglaublich gefährlich? Und warum ist auch hier Diplomatie keine Lösung oder keine Option? Auch hier wieder, welche Mitglieder im Tribe sind dagegen und warum? Dann haben wir aber auch Dinge, die den Tribe oder unseren Haven weiter ausbauen können. Die nächste Mission lautet Project. Was ist das Projekt, das der Tribe fertigstellen muss? Und warum müssen wir es fertigstellen? Was ist auch hier der Grund oder was hindert uns daran, es fertigzustellen? Und how long do we have to complete it? Genau, und warum, wie viel Zeit haben wir noch, bevor es zu spät ist, dieses Projekt fertigzustellen und warum? Dann die Move-Along-Mission, das war die, die wir das letzte Mal hatten. Ja, das sind die Missionen. Was sagt ihr? Ja, also ich hätte natürlich durch die Ereignisse aus dem letzten Mal könnte ich mir vorstellen, dass Search and Rescue eventuell passt, dass wir Sophies Bruder retten von dem anderen Stamm. Dass wir den da, aber das könnte jetzt natürlich entweder Search and Rescue sein oder halt auch das Attack, finde ich. So. Also es könnte eigentlich, würde beides, denke ich mal, passen. Das wäre jetzt so, wären jetzt meine Ideen. Bei Search and Rescue wäre es natürlich dann auch relativ einfach, wer ist schuld? Ja, Sophie ist schuld, ganz klar. Ja. Es ist dein Bruder. Okay. Ich glaube auch, wenn wir in die Richtung gehen wollen, würde Search and Rescue wahrscheinlich noch ein bisschen besser passen, weil Attack müssten wir quasi, ja gut, man müsste dann halt den ganzen Tribe mitnehmen. Weil das würden wir wohl kaum nur zu dritt machen. Search and Rescue dagegen könnten wir so als sneaky Mission vielleicht auch zu dritt machen. Mhm. Ja, ich finde die auch super. Also keine Gegenstimmen. Würde ich sagen, nehmen wir Search and Rescue, oder? Okay. Gut, das heißt, wir notieren uns und das ist jetzt so dieser Part, finde ich, der es bei diesem Erzählrollenspiel halt auch so spannend macht. Man bekommt so diese Fragen an die Hand und bekommt damit ja eigentlich nur so die Impulse, wie man jetzt die Szenen gestaltet. Dann nochmal so für die, die jetzt noch nicht Zeit hatten, sich die 15 Minuten Spielvorstellung reinzuziehen. Wir spielen in 4 Akten und es ist immer so, dass 4 Akte ist doch richtig. Erzähl ich jetzt Quatsch? 4 Akte. Nein, das ist richtig. 3. Doch. 4 Akte. Und ja. Genau. Und jeder und jede setzt pro Akt einmal eine Szene auf. Das heißt also, je nachdem, wie viele Leute spielen, wird auch eine entsprechende Anzahl von Szenen gespielt pro Akt. Und man bekommt halt so eine Idee, wie man dann die Geschichte weiterstrickt.
Man ist aber jetzt nicht gezwungen, sich daran zu halten, weil wenn man jetzt irgendwie auch so dem Faden folgt von dem, was so passiert, dann können da auch Dinge geschehen, die vielleicht gar nicht so viel damit zu tun haben mit den Fragen. Genau, also das liefert den Rahmen, aber was wir dann daraus machen, das wird sich zeigen. Ich habe mal in unser Google Sheet die Fragen jetzt schnell übertragen. Dann können wir ja mal anfangen. Also nach wem oder was suchen wir? Das wissen wir ja schon. Wir suchen nach Domi. Mhm. Die ist Bruder. Genau. Wie nennen wir denn diesen Tribe, den wir das letzte Mal, auf den wir da gestoßen sind? Geben wir den Namen oder verdienen sie keinen Namen? Ja, ich denke schon, dass sie einen Namen verdienen. Allerdings bin ich bei der Namenssuche immer. Jetzt sage ich, sie verdienen einen Namen, aber ich bin bei der Namenssuche immer ziemlich schlecht. Ja, können wir ja noch offen lassen. Vielleicht hat ja jemand von den Zuhörern eine Idee. Ja, gerne Chat, wenn ihr eine Idee habt, wie wir den Tribe nennen, gegen den wir heute ins Feld ziehen. Dann immer raus damit. Die wir letztes Mal schon getroffen haben, wer es gesehen hat. Wessen Schuld ist es? Ja, ich meine, Schuld, also ich würde ja jetzt nicht von Schuld reden, aber Sophie ist natürlich der Motor der Mission, warum wir uns dahin aufmachen. Definitiv. Ich wollte ja eigentlich letztes Mal schon noch zurück und ihn da rausholen, aber Metabo hat dann mit seiner Vernunft dagegen gearbeitet und mich überzeugt, dass das jetzt nicht der richtige Moment ist. Aber natürlich lässt mich das nicht los. Außerdem fühle ich mich tatsächlich schuldig, denn ich habe ihn im Stich gelassen. Zumindest denke ich das. Gut, die dritte Frage war, ob noch jemand dasselbe sucht. Ach nein, Entschuldigung, ich habe eine übersprungen. Warum ist die Zeit von entscheidender Bedeutung? Das ist eine gute Frage. Vielleicht denken wir das auch nur, Ich würde weil sagen, wir ja, können es ja genau. nicht wissen. Aber ich würde sagen, dass wir haben uns ja mit denen angelegt. Wenn man bedenkt, was Konstantin und Metabo getan haben, dann kann ich mir vorstellen, dass wir jetzt glauben, dass sie Domi dafür zur Rechenschaft ziehen werden, wenn wir da jetzt nicht schnell intervenieren. Wollen wir die Gang, die Draufgänger, oder den Tribe, die Draufgänger oder die U-Boot-Fahrer von Waren nennen? Na, es gibt noch einen anderen Vorschlag, die heulenden Wölfe. Heulenden, oh. Was haben wir jetzt gerade, Entschuldigung, nochmal gesagt, warum Zeit von entscheidender Bedeutung, dass sie Domi zur Zu Rechenschaft Recht, ziehen? Genau. genau. Sie werden ihn dafür verantwortlich machen, dass seine Stimmt, Schwester ich meine, ihn ja, retten. genau, und immerhin gab es auf deren Seite ja auch Tote und sehr große Verluste materieller Art. Da brauchen sie sich einen Sündenbock. Oh, hier gibt es einen interessanten Vorschlag. Sumpfratten. Also ich finde es gut, weil es klingt richtig unsympathisch. Das klingt nach Feindbild, ja. Ja, finde ich auch. Nehmen wir die Sumpfratten. Ja, gut. Gut. Okay. Dann kommen wir zu der Frage, sucht noch jemand dasselbe? Passt jetzt auch nicht so richtig in dem Fall vielleicht. Ja, dann ist die Antwort nö. Das wäre zu einfach. Ich überlege gerade, ob man das vielleicht so hindrehen könnte, jetzt nur auf der Metaebene oder als Möglichkeit, könnte ja auch sein, dass der Domi auch selber versucht hat abzuhauen, sich irgendwo versteckt, vielleicht noch in der Nähe, das wissen wir natürlich nicht. Oder dass die Gruppe selber auch gespalten ist und. Ah ja, das ist vielleicht doof. Nee, das ist doof.
Ich schreibe nö. Nee, das finde ich eigentlich ganz. Nee, nee. Finde ich jetzt gut. Und zwar, vielleicht könnte es ja so sein, dass wir. Und zwar, warum das jetzt auch so akut ist. Es wurde zufällig bei uns an unserem Hauptquartier wurde irgendwas vom Dommi angeschwemmt, ein Kleidungsstück, was weiß ich was. Und das gibt uns den Impuls, praktisch uns auf die Suche nach ihm zu machen. Ist vielleicht irgendwas, was er so nie hergeben würde, so freiwillig. Und im Endeffekt ist es dann aber so, er ist abgehauen dort, weil die ihm aufgrund der Verbindung zu dir vielleicht auch schon ans Leder wollten, wie du gerade schon gesagt hast. Und dann suchen die Sumpfratten halt auch einfach das Gleiche. Also Dommi ist abgängig und wir suchen ihn und die Sumpfratten suchen ihn. Vielleicht haben wir ja Späher hingeschickt gehabt und die das so ein bisschen beobachtet haben und die vielleicht irgendwas rausgefunden haben in die Richtung, dass er abgehauen sein könnte. Ja. Und dann wurde das angeschwemmt, wahrscheinlich sein Lieblingshoodie. Den habe ich sofort wieder erkannt, weil da ist so ein Loch vorne drin. Ja, das ist doch gut. Das können wir sicher irgendwie ein bisschen, können wir, glaube ich, ganz gut einbauen. Okay. Was wird passieren, wenn ihr scheitert? Naja, also ich würde sagen, dann werden sie ihn dafür erschießen. Oder? Ja. Also, die haben Schusswaffen, die haben uns klargemacht, dass sie auch benutzen werden. Die sind nicht zimperlich mit ihren Gegnern oder Gegnerinnen, je nachdem, was sie dann noch so anstellen bei sich. Und wir wissen, dass wenn, dann wird er es nicht überleben, wenn wir ihn da jetzt nicht rausholen. Mhm. Dann kommen wir zu dem interessanten Punkt, welche Mitglieder des Stammes sind mit dieser Mission nicht einverstanden und warum? Wen haben wir denn alles? Mhm. Außer Leander, von dem wir nicht wissen, ob er noch lebt. Das werden wir noch sehen. Ja, also wenn, wäre der auf jeden Fall nicht damit einverstanden, ja. Ja, aber wir haben ja auch noch andere Leute. Mhm. Jackie, unsere Ärztin zum Beispiel. Ja. Was haltet ihr denn sonst davon, wenn niemand damit einverstanden ist? Oh. Warum wir drei das nämlich auch erstens alleine machen? Mhm. Sehr gute Idee. Und der Tribe nämlich gar nicht diese kriegerischen Auseinandersetzungen mit anderen Tribes will. Mhm. Aber Sophie möchte ja ihren Bruder da raus und wir wissen, dass wir es müssen. Konstantin tut ja Dinge, weil er Sophie mag. Ja. Deswegen. Genau. Und Agnes ist einfach davon überzeugt, dass das jetzt das Richtige ist. Und deswegen, alle anderen sind dagegen. Weil sie möchten die auch gar nicht aufnehmen, weil wir damit ja dann wirklich einen kriegerischen Akt gegen diesen Tribe unternehmen. Ja. Außerdem herrscht vielleicht so die Meinung, ja, wir sind eh gerade so über den Winter gekommen. Noch ein Maul mehr zu stopfen, das können wir uns nicht erlauben. Das stimmt. Und wir haben die Erlaubnis, ihn zu suchen, weil eigentlich ist es den anderen wurscht, was mit uns passiert. Naja, die Erlaubnis hast du uns erteilt, weil du bist ja jetzt der Boss. Genau, du bist der Leader. Das wissen wir jetzt nicht, aber ja, wahrscheinlich schon. Gut. Dann wird das uns heute Abend beschäftigen. Dommi retten und zu schauen, wie wir gegen die Sumpfratten da vorgehen können. Das heißt, wir müssen jetzt überlegen, was ist zwischen den beiden Missionen passiert. Wie ist es dazu gekommen, dass Konstantin jetzt unser neuer Leader ist? Weil so viel Zeit darf ja dann auch gar nicht vergangen sein, richtig? Hm. Ja. Ich denke halt ein paar Tage wahrscheinlich maximal. Vielleicht auch nur. Oder? Also ich wurde ja angeschossen, das heißt, ein bisschen heilen muss das ja erst noch. Aber vielleicht war es dann doch nicht ganz so schlimm, wie im ersten Moment befürchtet. Außerdem so eine 13-Jährige, das halt ja schnell.
Ja, also ich denke, es könnte aber schon auch sein, dass da schon so ein paar Wochen vergangen sind, weil das heißt jetzt nicht, dass Domi jetzt alleine nicht überlebensfähig ist. Ja. Also ja. Hat sie ja zumindest erfolgreich davon gestohlen und ja. Eben auch unter den Gesichtspunkten deiner Verletzung. Ja. Die musst du wahrscheinlich schon auch ausheilen. Ja, andererseits, ja, habe ich sicher nicht wochenlang stillgesessen. Also, dann bin ich auf jeden Fall dir und wahrscheinlich auch irgendwann Agnes in den Ohren gelegen, dass wir da nochmal hin müssen. Weil wir ihn nicht bei diesen Typen lassen können. Mhm. Ich will nicht, dass er auch so wird wie die. Ja. Dann können wir das doch, sollen wir das uns vielleicht so machen, dass dann die Wochen wirklich ins Land gegangen sind oder eine Zeit ins Land gegangen ist, ja, und dann wurde dieser Hoodie angeschwemmt. Mhm. Ja. Und das ist so der Initialzünd oder der zündende Funke, ihr wisst, wie ich das meine, um dann aufbrechen zu wollen. Wir haben immer darüber gesprochen. Konstantin hatte Zeit, sich als Leader schon ein bisschen festzusetzen. Leander bleibt verschwunden. Ja, ja, das klingt doch gut. Mhm. Gut. Jemand von euch eine Idee? Wer möchte anfangen? Erster Akt, erste Szene. Also, ich hätte schon zumindest jetzt eine grobe Idee, weil man könnte es ja natürlich jetzt auch. Das ist ja, wir sind jetzt nicht daran gebunden, dass es zeitlich eine konstante Abfolge ist. Deswegen könnte die erste Szene vielleicht die Rückkehr von Konstantin sein. Ja. Und die Rückkehr von Konstantin, was dann was dann los war im Tribe. Praktisch noch ein bisschen eine Zeit, bevor wir dann los. Konstantin und Leander sind in der eisig kalten Müritz versunken und ihr wusstet nicht, was mit beiden jetzt los ist, als dann ungefähr, ich sage jetzt mal 2 Wochen später, habt ihr so ein Boot, ja, das schon, das war nicht mehr ganz in Ordnung, auch schon weggeschlagen, aber eine einzelne Person drin, die irgendwie so in der Dämmerung krampfhaft auf die Zuflucht zurudert, ja, so einem Paddel, so einem Stand-Up-Paddel. Und genau, und das ist stellt sich dann, als in die Nähe kommt, stellt sich heraus, dass es Konstantin ist. Und er sieht ziemlich mitgenommen aus. Ja, also von seiner vorher immer gepflegten Kleidung ist nicht viel übrig. Er hat auch so noch anscheinend irgendwo gefunden, so eine alte Jacke, um sich ein bisschen vor der Kälte zu schützen. Er hat auch überall so Blessuren, blaue Flecken. Gesicht ist ganz verschrammt. An der linken Hand fehlen die letzten beiden Finger. Sind entweder irgendwie abgefroren oder irgendwie anderweitig verlustig gegangen. Und er ist also ziemlich, ziemlich malat. Und dann tritt er auf oder klettert er auf die Zuflucht hoch von dem Boot und genau, geht als erstes zu unserer
unserem Speisesaal, sage ich jetzt, Speisesaal gibt es nicht, aber dort, wo die Mahlzeiten sind. Und erstmal wortlos isst er und trinkt er ganz gierig und sitzt erstmal wortlos da, ja. Es gab ja wahrscheinlich irgendwie Tumult, als du an Bord gekommen bist. Oder ist es, was für eine Tageszeit haben wir ja eigentlich? Ja, es ist so, also wir sind jetzt, ist es jetzt Frühling, denke ich mal, oder so? Ja. Oder Winterende. Ja. Dann ist es so der frühe Abend, also gerade so die Dämmerung. Agnes kämpft sich auch durch die Massen, schiebt die alle beiseite und sagt so, jetzt lass den essen, lass den erstmal zu sich kommen. Und ich schieb die alle weg, damit du in Ruhe dich wieder stärken kannst. Ja, und irgendwo von weiter hinten hört man eine laute Stimme. Jetzt geht doch endlich weg, lass mich durch, lass mich durch. Konstantin, bist du es wirklich? Und ich stürze auf dich zu und fall dir um den Hals. Ja, das schaue ich kurz auf und siehst kurz so ein Funkeln in meinen Augen, also so Wiedererkennen und Freude. Aber dann zucke ich so ein bisschen zurück, ja, vor dieser Berührung. Also irgendwie so ganz bin ich wohl noch nicht bei mir und eher so abwesend. Und dann, Sophie, ich habe es zurückgeschafft. Ich habe gewusst, dass du noch lebst. Und ja, es war knapp. Aber ich musste erstmal auch dieses Boot finden und einfach auch versuchen zu überleben. Es war so kalt. Und ja. Der Herr hat dich beschützt und dich wieder zurück zu uns gebracht. Ich trete so leise von hinten an euch ran. Ja, dann falle ich dir um den Hals und sag auch, Gott sei Dank. Das ist alles, was ich dazu sage. Ja, ich streich dir auch ganz beruhigend über den Rücken. Sagst du, der Herr ist bei uns. Er beweist es uns immer wieder. Ja, so am Anfang lasse ich es noch erst so widerwillig über mich ergehen, aber dann gibt es mir schon so ein bisschen Sicherheit. Und dann schaue ich so auf in die Runde und sage so, ja, und euch geht's euch allen gut? Was ist passiert? Meine Hand geht also so an meine linke Schulter und ich sage, du hast mich angeschossen. Oh, ja, Sophie, ich erinnere mich, es tut mir so leid. Ich mache nur Spaß. Ich wollte dich nicht treffen. Das war ein Unfall. Ich weiß, dass es ein Unfall war. Wir haben alle für dich gebetet. Jeden Abend, jeden Morgen, jede Nacht. Ich setze mich dann zu dir an den Tisch und gucke dich an. Das ist nett. Ich glaube, auch ohne den Gedanken an euch, ich hätte es nicht geschafft. Ich wäre einfach da draußen verreckt. Ja. Und ja, jetzt müssen wir schauen, wie es weitergeht. Also, ja. Ich stehe auf und springe auf den Tisch und rufe aus, Konstantin ist jetzt unser neuer Anführer. Und schaue in die Menge. ich schaue so ein bisschen betreten weg. Eigentlich. Eher so widerwillig, aber ja, ich sage jetzt mal so, die anderen, es traut sich niemand was dagegen zu sagen, sagen wir jetzt mal so. Das ist jetzt eher so eine schweigende Zustimmung. Bis auf einen vielleicht. Komplikation? Ich möchte eine Komplikation einbauen. Ja, und dann schauen wir mal, ob wirklich keiner Widerspruch einlegt. Du darfst mal würfeln, Buddy. Gewürfelt wird bei Children of the Fall nur, wenn wir mit Storypunkten. Jeder Teilnehmende hat einen
hat zwei Storypunkte und kann sie ausgeben, um eine Komplikation mit reinzuschreiben. Denn eigentlich ist Buddy gerade derjenige, der die Szene als Spielleitung übernimmt und schildert, was passiert. Und wir können uns somit immer wieder rein sneaken und noch etwas mit reinbringen, was ihm das Leben jetzt schwer macht. 2W6 und er braucht eine 8 oder mehr. Es ist wie verhext. Irgendwie habe ich das Glück gepachtet. Es ist genau eine 8. Schade. Setze ich jetzt schon rein. Ja, aber trotzdem, es war ja denkbar knapp. Also dann der ein oder andere murrt vielleicht schon so ein bisschen und es gibt Leute, die sagen, hey, was soll denn das? Wir sollten losgehen und Leon suchen. Vielleicht hat er auch überlebt. Und dann, als ich das so höre, hau ich so auf den Tisch und sage so, nein, er hat nicht überlebt. Und bin dann aber von meinem Ausbruch selber ein bisschen überrumpelt und verfall dann wieder in so ein brütendes Schweigen. Und ja, dann sage ich noch, dann ist es wohl so. Und ich werde möglichst tun, um den Stamm am Leben zu erhalten und um unsere Situation zu verbessern. Ihr habt unseren Anführer gehört. Ich stehe dann noch auf und klatsche und sage dann so, wir sind so froh, dass er wieder da ist. Dann, Konstantin. Ich versuch's ja, ich falle Leute mit ein. Ja. Und wir beide stehen jetzt so links und rechts von dir und unterstützen dich dabei, den Tribe auf deine Seite zu kriegen. Das es fallen nur noch so ein paar andere Leute auch, nicht alle, aber ein paar andere in die Konstantinhof an. Das ist also ja der Erdentrieb. Und damit ist es wohl beschlossene Sache. Konstantin ist der neue Anführer des Stammes. Und damit würde ich die Szene dann auch beenden. Ja. Okay. Wie geht's weiter? Also ich glaube, ich würde jetzt einen Cut machen und gar nicht groß ausspielen, dass es irgendwie Diskussionen gab, oder? Oder ist das spannend? Ist das interessant? Ich glaube, es ist eher nicht so interessant. Wir haben ja schon festgelegt, dass es irgendwie der Tribe nicht d'accord ist damit, dass wir nach meinem Bruder suchen. Vielleicht haben wir auch gar nicht erst gefragt, sondern uns war klar, dass die das nicht unterstützen würden. Mhm. Deswegen sind wir aufgebrochen. Deswegen würde ich tatsächlich also das Sweatshirt ist schon angespült worden. War das vielleicht sogar schon bevor Konstantin gekommen ist? Ich glaube, das ist tatsächlich kurz vorher passiert. Und hast du eine Idee, Cassandra, gerade? Ich will nicht rein. Ja, habe ich. Und zwar eine Szene, ich übernehme jetzt Szene 2 für unseren ersten Akt. Die beinhält uns dreien nur. Und zwar möchte ich setze euch jetzt zusammen. Also Konstantin ist gerade wiedergekommen, hatte 2-3 Tage Zeit, sich zu erholen. Wir haben das Sweatshirt noch. Wir haben das Sweatshirt schon gefunden, richtig? Also du hast es schon gefunden. Noch aber waren wir unsicher, Sophie und ich, die letzten Tage, wie wir damit vorgehen wollen. Und ich passe einen Moment ab, denn es ist jetzt wirklich spät nachts.
Der Mond scheint, es ist ruhig geworden in unserer Zuflucht. Die meisten Kinder schlafen. Wir haben Wachen aufgestellt, also man hört wirklich nur das Plätschern von den Ruderbooten, die nicht zu nah am Ufer sind, weil es auch da hier und da immer mal wieder raschelt. Wir aber in Sorge sind, dass es Angriffe geben könnte, warum nämlich auch der Tribe dagegen ist, jetzt irgendwelche Dinge zu tun. Da hat sich Sophie zu Konstantin nicht geschlichen, aber du wolltest nach dem Rechten sehen. Und wie auch immer ist es so, dass du gerade bei ihm reinkommst, er sich erholt hat, aber sich in seine Räumlichkeiten zurückgezogen hat. Da willst du gerade was sagen, da klopft es an der Tür und Agnes kommt rein. Die Haare sehen durcheinander aus. Die trägt sie ja immer sehr, sehr glatt und lang nach unten. Er hat ja immer so einen biederen Rock an und so eine Bluse. Man sieht so ein bisschen Babykotze da drauf, weil sie sich ja um das Baby kümmert, das wir gefunden haben. Und Sophie kommt gar nicht dazu, was zu sagen. Da seht ihr, wie Agnes wieder diese roten Wangen hat und wieder total beseelt aussieht. Und sagt, ich hatte gerade eine Vision. Und Sophie, und ich greife dir so an den Unterarm, es ist doch wieder eingetroffen, was ich sagte. Denn ich sagte doch, Konstantin wird sich erheben aus dem Wasser. Ich habe gesehen, wie er aus den Fluten steigt als unser neuer Anführer. Ich habe es gesehen. Und was ich jetzt gerade eben im Gebet versunken, in der Hoffnung, uns alle weiterzubringen und weiter zusammenzubringen. Ich habe gesehen, wie sie Domi erschießen. Was? Wenn wir jetzt nichts tun. Nein, nein, das hast du nicht gesehen. Sag das, dass du es nicht gesehen hast. Ich habe es gesehen, wir müssen was tun. Jetzt Sophie, ganz ruhig. Wir müssen sofort aufbrechen. Konstantin, der Hoodie, den würde er nie freiwillig ausziehen. Er hat ihn schon vor dieser ganzen Sache, er hat ihn geliebt. Wahrscheinlich passt er ihm eigentlich gar nicht mehr. Aber da muss irgendwas passiert sein. Oh Gott, jetzt beruhig dich erstmal. Es ist nicht schon zu spät. Wir müssen los. Nein, ja, doch. Nein, es ist nicht zu spät. Noch heute Nacht. Jetzt. Ich gehe und packe uns ein bisschen was zu essen. Ich nehme mich so in den Arm, um mich zu beruhigen. Und jetzt, nein, es ist noch nicht zu spät. Und wir werden ihn finden. Keine Angst. Und ich meine, wenn meine neue Position für eine Sache gut ist, dann, dass ich einfach, das ist jetzt die neue Aufgabe vom Stamm, dass wir deinen Bruder finden. Nein, 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 nein. Das darf nicht sein. Ich habe gesehen, das müssen nur wir sein. Nur wir drei. Ich habe es gesehen. Wir drei. Denn wir müssen uns jetzt in das Boot setzen und jetzt fahren. Und wer kümmert sich dann um Noah? Ich habe... Moment, wie ist der Name nochmal? Moment. War Jackie, ne? Die Ärztin? Ja, genau. Heute Nacht passt Jackie auf. Und ich bin mir sicher, dass wir jetzt los müssen. Ich nicke und sage, wenn du das gesehen hast, dann müssen wir sofort los. Ich kann ihn nicht nochmal verlieren. Ich war schon mal... Und dann breche ich ab. Und dann schaue ich zu dir, Konstantin, und sage, ich gehe ein paar Vorräte einpacken. Wir treffen uns gleich am Boot. Ja. Ich mache das Boot schon mal fertig. Genau, so gehen wir auch auseinander, beziehungsweise ihr macht euch an die Arbeit und es ist auch so, als würde sich alles fügen. Es ist wie immer unheimlich. Also wenn Agnes irgendwie beseelt ist von Dingen, die jetzt getan werden müssen, ist es so, als würden sich die Dinge plötzlich fügen. Das heißt, so Konstantin, du weißt ja eigentlich, was hier im Tribe, also wie auch die Boote verteut sind, wie alles irgendwie da ist und was wir auch zu wenig haben. Und du denkst dir schon so, eigentlich sind die Boote ja jetzt gerade unterwegs oder in
Brauch und werden verwendet. Aber du trittst dann raus, um zu gucken und siehst da genau dieses eine Boot, was dann da, was da vor Anker liegt. Und es trägt auch einen Namen, der dich an etwas erinnert. Und jetzt erzähl mal, woran erinnert dich das? Du hast etwas erlebt, als du nicht da warst, also als du draußen warst und um dein Überleben gekämpft hast. Und irgendwas hat dein Leben gerettet. Und du siehst von diesem, dieses irgendetwas verbindest du mit dem Namen, was da auf diesem Boot steht. Fällt dir da was ein? Ja, also vielleicht gleich, muss jetzt nicht unbedingt groß ums Eck gedacht sein, aber Vielleicht irgendein Fischname. Boah. Der Hecht. Oder der, keine Ahnung. Der Hecht ist ein Raubfisch. Wer weiß, was mit deinen Fingern passiert ist. Eigentlich bin ich gemerkt. Denn wir haben auch in deiner Abwesenheit wurden die Boote nämlich umbenannt. Eigentlich kennst du ja die Bootennamen, aber als du dann siehst, dass eins der Boote genauso heißt wie das, was dich gerettet hat, kommen dir wieder leise Zweifel, ob das, was Agnes nicht erzählt, nicht doch immer stimmt. Sophie geht es ähnlich, sie sucht gerade die Vorräte zusammen. Da kommt dir nämlich einer von den Kindern aus dem Tribe entgegen, die eigentlich gerade die Schicht gehabt hätten und hat auch einen Rucksack gepackt mit allen Sachen und fällt aber aus, fühlt sich nämlich nicht wohl. Und dieses Kind ist eins von denen, die älter werden, also die schon 16 sind, was sehr misstrauisch beäugt wird, aber es scheint dem Kind wirklich nicht besonders gut zu gehen. Darum ist auch gerade die Situation so, dass alle davon abgelenkt sind. Ich denke mir, Tobias. Er heißt Tobias, der eigentlich einer unserer zuverlässigsten Wachen ist. Auch ein ehemaliges Seglerkind, deswegen der kann auf allen Gewässern, ist er immer zuverlässig unterwegs. Aber er meldet sich ab und sein ganzes Team umschwirrt ihn gerade, sehr besorgt, zu beobachten, ob es jetzt bei ihm losgeht. Da liegen dann ganz zufällig genau 3 Rucksäcke, sehr passend, in der Ecke, unbeachtet, gepackt mit Essen, mit Wasser. Da zögere ich nicht lange, sondern schnapp die mir und schleiche mich wieder raus, ohne dass sie mich bemerken. Also bezüglich des Bootnamen jetzt nochmal, ich würde sagen, mein Vorschlag wäre, das Boot heißt einfach Heimkehr und das spricht mich natürlich sofort an, weil es eben, wie du gesagt hast, es hieß vorher nicht so. Und es war eben das, was mich auch wirklich am Leben erhalten hat, so die Rückkehr zum Stamm und zu euch. Und deswegen triggert es bei mir emotional auch gerade ziemlich was. Und ich denke mir auch so, ja, wie du gerade gesagt hast, ja, Agnes muss es schon vorher gewusst haben. Selbst dass ich es noch nicht wusste, dass ich es wieder zurückschaffe, hat Agnes schon den Plan gehabt und gesehen, dass ich wiederkommen werde. Diese Erkenntnis setzt sich gerade in deinem Herzen fest, als du dich umdrehst und sie da stehen siehst auf dem Deck. Dich einfach nur anblicken mit so einer Gewissheit in ihren Augen und geht dann auf dich zu. Sophie kommt direkt dann auch, sieht sehr überrascht und freudig aus und trägt 3 Rucksäcke. Die ich umgehend an euch verteile und sage, wir sollten schnell abhauen, bevor sie es bemerken und uns aufhalten. Ich lasse mich nicht aufhalten. Wir werden uns nicht aufhalten lassen. So setzen wir uns in das Boot und auch hier wieder ganz scheinbar ist das Unwohlsein von Tobias gerade das Thema im Tribe. Die Aufmerksamkeit und auch die Lautstärke und die Gespräche drehen sich gerade alle an einem anderen Ort in unserer Zuflucht.
sodass wir unbemerkt die Heimkehr besteigen. Ich würde gerne eine Komplikation einbauen für dich, und zwar gar nicht physischer Natur, sondern eher psychischer Natur. Und zwar, sobald dein Fuß das erste Mal in der Heimkehr aufsetzt, beginnt Noah fürchterlich zu schreien und hört einfach nicht mehr auf. Und mal schauen, was für Kraft ist. Ich habe auch eine 8. Das heißt, abgewendet, die Komplikation. Aber es ist wirklich so, mein Fuß setzt auf, die Heimkehr, ihr habt alles fertig gemacht, ihr hört das Baby schreien, ihr seht, wie Agnes Kopf auch in die Richtung ruckt und sie mitleidet mit diesem weinenden Baby, aber auch da sich dann jetzt klar wird, dass wir nicht da sind, vermutlich, weil Jackie scheint es nicht beruhigen zu können, denn es schreit immer schlimmer und immer stärker. Aber Agnes drückt die Heimkehr von der Esperanza ab und wir rudern raus in die Dunkelheit. Ende. Das sind Szene 3. Ja, damit kommen wir zur Szene 3. Wir sind irgendwo an Land gegangen. Wir sind tatsächlich kein allzu großes Stück wahrscheinlich mit dem Boot gefahren. Denn wir konnten ja nur rudern. Wir konnten das ist kein Motor an Bord. Und deswegen haben wir wahrscheinlich den kürzesten Weg zum Ufer mehr oder weniger genommen, zu einer Stelle, von der wir wissen, da können wir das Boot gut verstecken, in einer kleinen Bucht. Und wir sind gerade ans Ufer ausgestiegen, haben alles versteckt und die Rucksäcke auf den Rücken, und Sophie ist sehr unruhig und sagt, los jetzt, wir gehen da hin und auf dem Weg machen wir einen Plan, wie wir vorgehen. Aber vielleicht schaffen wir es, noch heute Nacht dort anzukommen. Und dann müssen wir, ich weiß irgendwie auch nicht, was haltet ihr davon, dass wir... Ich bin irgendwie, ich weiß nicht, wie wir es machen sollen. Konstantin, du bist doch immer unser Schlaukopf. Was wissen wir eigentlich über, naja, du warst ja nicht da, du weißt gar nichts wahrscheinlich. Was wissen wir denn über, ich schaue jetzt zu Agnes, was wissen wir denn? Haben die alles wieder aufgebaut oder? Vielleicht war es doch ein bisschen überstürzt, aber Domi, ich bin so durcheinander. Na, jetzt beruhig dich. Ich fasse dich so sanft am Arm und sage, jetzt beruhig dich mal. Wir haben die einmal überlistet, das schaffen wir nochmal. Und ja, also, wenn es ist, dann zur Not müssen wir uns halt durchkämpfen. Und nichts geschieht zufällig. Alles auf diesem Weg seitdem war vorherbestimmt. Und ich glaube, wenn wir da sind, wir haben gesehen, was sie da tun. Und ich glaube, vielleicht haben wir da noch mehr zu tun. Vielleicht müssen wir mehr retten als nur Domi. Die Sumpfratten sind schlecht. Ja, die sind... Ich weiß nicht, mir läuft immer noch ein Schauer über den Rücken, wenn ich an diesen Flur denke und an den Anführer und... Oh, scheiße. Dieser Frank, sicher. Oh Gott, hoffentlich treffen wir nicht auf den. Naja, okay, also, wir gehen jetzt einfach... Und Agnes murmelt aber, als du das sagst, hoffentlich treffen wir auf ihn. Wir gehen einfach am besten... Ach, folgt mir einfach. Ich kenne den Weg. Und dann würde ich quasi einen Weg entlang des Müritz-Ufers
suchen, der uns weiter nach Süden führt. Wir sind ja beim letzten Mal ein gutes Stück mit dem Boot gereist unter einer Brücke durch und bis die Müritz ja da ein Fluss wird oder ein sehr breiter Fluss. Und wir laufen durch ein Waldstück. Tatsächlich, es ist ziemlich dunkel, also der Mond scheint zwar, aber dadurch, dass wir jetzt im Wald sind, haben wir natürlich nicht so viel Licht und ich zucke eine Taschenlampe und schalte die ein und sage, wir brauchen mehr Licht, sonst bricht sich einer einen Fuß und dann ist alles umsonst und dann wird Dommy... Ich hasse es, wenn ich so bin! Ich möchte eine Komplikation machen. Oder willst du, Buddy? Nö, mach. Und zwar betreten wir ja jetzt doch andere Wege als die, die wir sonst gewohnt sind. Und wir sind jetzt ja nicht gerade diejenigen, die, die für diese Außenmission immer sich melden. Und hier ist, dieser Abschnitt ist komplett mit Fallen versehen worden. Einer der anderen Tribes hat hier Fallen ausgelegt und da Sophie gerade so unruhig ist und so verwirrt und auch so emotional, könnte sie da reintreten und in so eine Falle quasi reinfallen. Okay, oh Gott. Ja, ich habe eine 7 gewürfelt. Ja. Damit markiere ich mir mal wieder einen Traumapunkt. Ja, ich drehe mich gerade, nachdem ich die Taschenlampe eingeschaltet habe, zu euch um, während ich aber weiterlaufe und noch sage, wir müssen Licht anmachen. Macht auch eure Taschenlampen an. Es hilft ja nichts. Und ihr seht, wie ich vor euch mit der Taschenlampe in der Hand plötzlich... Naja, es macht so ein knacksende Geräusche, wie von Zweigen, die brechen. Und ich schreie kurz auf. Das ist ein kleiner Reflex. Und ich falle in ein Loch tatsächlich. Vor euren Augen verschwindet die Taschenlampe und ich nach unten. Und ihr hört mich nochmal ein zweites Mal kurz aufschreien, als ich auf dem Boden des Lochs aufkomme. Und dann hört ihr mich aber schimpfen. Ich sag: Scheiße, was ist das hier? Ich bin doch kein Bär! Ja, also augenblicklich springe ich zu dem Loch, ja, gerade dass ich nicht selber reinspringe. Und Sophie, geht's dir gut? Hast du dir was getan? Komm, nimm meine Hand. Ich sehe nichts. Ja, ich halte mal siehst, die Taschenlampe. Siehst tatsächlich ich was die Taschenlampe, die liegt da unten am Boden irgendwie und leuchtet so die Wand an und du kannst erkennen, das ist irgendwie so eine, ja, schon eine größere Grube, die jemand gegraben hat. Vielleicht gar nicht unbedingt als Falle für andere Menschen, sondern tatsächlich zum Jagen oder so. Vielleicht für ein Wildschwein oder sowas in der Art. Und da sind jetzt keine irgendwie Pfähle oder irgendwas drin, sondern es ist wirklich einfach nur ein Loch, das offensichtlich oben gut abgedeckt war, dass man da reinfällt. Und es ist ungefähr 2 Meter tief tatsächlich, aber ich habe mir anscheinend nichts getan. Und ja, ich komme aber alleine nicht raus tatsächlich und du streckst mir deine Hand entgegen und ich versuche hinzuhüpfen. Ich bin wahrscheinlich. Ja, wie groß ist man denn mit 13? Ja, ich hecke so meinen Oberkörper in das Loch rein und sage: Agnes, halt mal meine Beine fest. Ich muss so viele rausziehen. Ich setze mich auf deine Beine. Ja. Ja, damit hast du genug Halt oben und ich springe von unten in an deine Hände hin und halt mich fest und ja, dann mit gemeinsamen Kräften, ich kletter ein bisschen, es
Ich rutsche immer wieder ein bisschen ab, weil es ist wirklich so ein, ja, eine Erdwand quasi, die immer wieder nachgibt, aber du schaffst es dann, mich rauszuziehen. Und ich klopfe mir den Dreck von meiner Kleidung und plötzlich greife ich hektisch in meine Jackentasche und sage, nein, scheiße, nein, 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 nein. Und ich drehe mich um und leuchte mit meiner Taschenlampe nach unten. Nein, das ist nicht gut. Ich muss da nochmal runter. Hilf mir. Hilf mir, Konstantin. Ja, was ist denn? Was hast du denn? Ich habe was Wichtiges verloren. Ja, was denn? Hilfst du mir jetzt? So wichtig kannst du nicht sein. Doch. Ja, ich helfe dir. Ich brauche das. Ich helfe dir natürlich. Ich lasse dich. Agnes, bleib mal noch genau da sitzen, wo du gerade sitzt. Ja. Und dann, ich lasse dich vorsichtig ins Loch runter. Ja, dann, wenn ich wieder unten bin, bücke ich mich kurz und hebe etwas auf und stecke es wieder in meine Tasche. Und dann mache ich nochmal die gleiche Kletterpartie wie vorher. Und stehe wieder oben neben euch und sage, danke, jetzt können wir weiter. Und pass auf, hier sind irgendwie Fallen auf dem Weg. Ich leuchte. Nehme mich erstmal kurz in den Arm, ja. Ich leuchte auch so. Ist ja gerade mal gut gegangen. Ich leuchte auch so in den Wald und habe mich die ganze Zeit immer so oben umgeguckt. Also der Lichtschein von der Taschenlampe flackerte immer oben rum, als ihr da zugange wart. Und als Konstantin Sophie auch in den Arm nimmt, hört man dann von Agnes, wie sie sagt, so eigentlich ist es ja auch ganz schön hier. Und man sieht so, die Natur kommt irgendwie wieder und mal jetzt von dieser Falle abgesehen. Und vor allem, sie leuchtet dann so und sagt, es ist ja eigentlich ganz schön hier und alle möglichen Sachen hängen da in den Bäumen und so. Aber es ist ein sehr romantischer Moment für euch beide. Ja, tatsächlich versteift sich, stimmt nicht. Sophie versteift sich nicht, sondern ich lasse es nur ganz kurz zu und dann schiebe ich dich weg und sage, wir haben keine Zeit für sowas. Los, weiter. Wir müssen Domi retten. Und dann lasse ich dich einfach stehen. Ja, ich bleibe auch erstmal stehen, so betröppelt irgendwie so. Ja, okay, dann lass uns weitergehen. Ich sage dann noch einen Satz irgendwie, wir hätten Metabo noch mitnehmen sollen. Der ist immer gut in sowas. Falls wir auf richtige Fallen treffen, der kann die entschärfen. Und ich bin schon so ein paar Schritte voraus. Meine Stimme wird schon ein bisschen leiser. Und ja, und damit würde ich die Szene auch beenden. Wir sind ein gutes Stück Weg weitergekommen und sind jetzt in einem Bereich, wo so, ja, es ist irgendwie so ein, nicht so ein richtiger Ort, vielleicht so ein kleiner Weiler oder sowas, mit ein paar Häusern nur. Sind auf jeden Fall nicht mehr im Wald. Und wir hören plötzlich Stimmen. Leise flüsternd zwar, aber da sind zwei Typen, von denen wir so aus der Entfernung, wir können nicht sagen, zu wem die gehören, aber es ist relativ wahrscheinlich, dass sie zu den Sumpfratten gehören, denn wir können nicht mehr allzu weit weg sein. Und die schieben da Wache oder gehen Patrouille oder sowas. Kann man schwer sagen. Auf jeden Fall hören wir die miteinander flüstern und sie wirken fast so, als würden sie etwas suchen. Und ich bin wahrscheinlich wie die ganze Zeit immer so ein bisschen vorausgeeilt bin jetzt wie erstarrt stehen geblieben und sage zu euch, los, Entdeckung! Und gehe so hinter so einem kleinen Gartenzaun, ducke ich mich und wir sehen die, wie die auf der Straße, also ziemlich sicher offensichtlich in dem, was sie tun, entlang kommen, so in unsere Richtung. Die sind vielleicht noch so, keine Ahnung, 20 Meter entfernt von uns. Und der Mond bescheint die ganze Szenerie. Und ich drehe mich zu euch um und sage, wir sind drei, die sind zwei.
wir könnten versuchen, alle beide oder einen zu überwältigen und dann quetschen wir sie aus. Unbedingt. Gute Idee. Ich hocke auch so hin, so runter am Zaun bei dir. Gute Idee. Ja. Ich schaue mich so um. Da drüben. Wir müssten irgendwie. Seht ihr die Garage da? Ja. Wenn wir uns da hinschleichen können, ohne dass sie uns sehen, was aber nicht so schwierig sein dürfte, weil sie wirken ziemlich, naja, selbstsicher. Arschgeigen. Naja, jedenfalls, dann könnten wir ihnen einen Hinterhalt stellen und einen können wir vielleicht gleich ausschalten und den anderen, naja, wir kriegen das schon irgendwie hin. Wir müssen improvisieren, das ist ja nicht so schwierig. Ich weiß doch, dass die sich Mädchen greifen. Soll ich sie irgendwo hinlocken? Oh ja, das ist eine... Nein, warte. Nein, das machst nicht du. Ich mach das. Ich hab uns das alles eingebrockt und wegen mir seid ihr hier und nein, ich mach das. Und wir warten da hinten an der Garage. Da finden wir vielleicht noch irgendwas. Ja, genau. Komm, Konstantin. Ja, ich auf dem Weg zur Garage hebe ich noch irgendwo so einen Stock auf, dass ich wenigstens irgendwie provisorisch bewaffnen kann. Und dann schleichen wir zur Garage, ja. Und du siehst, wie Agnes, als du diesen Stock nimmst, guckst du zu dir hoch. Du siehst da halt so dieses Mädchen mit diesen langen, glatten Haaren, die mit dieser biederen Klamotte. Und ich greife nach so einem schweren Stein, den ich dann so in die Hand nehme und gehe dann weiter mit dir in diese Garage. Ja, und sobald ich sehe, dass ihr euch in Position begeben habt, schleiche ich ein Stück in die andere Richtung, damit ich halt von euch weg bin. Und dann schlendere ich auf die beiden zu. Nein, ich schlendere nicht. Ich tue so, als würde ich gehetzt vor etwas davonlaufen und in ihre Arme laufen. Und ich sage so, ah, Gott sei Dank, da ist jemand. Hilfe, ich brauche eure Hilfe. Ich habe mich verlaufen. Ich wollte eigentlich... Wer seid ihr? Und die beiden bleiben wie angewurzelt stehen und sagen, das ist eine gute Frage. Wer bist du? Wo kommst du her? Und sie schauen sich beide so ein bisschen um. Bist du alleine? Und ich gehe jetzt so ganz locker auf die zu und sage, ja, ich sag ja, ich habe mich verlaufen. Ich bin schon 2 Tage unterwegs. Ich bin wohl irgendwo falsch abgebogen. Und ich habe Grinser gesehen. Da hinten. Und ich deute so ungefähr in eure Richtung, wo die Garage ist, aber so ein bisschen vorbei quasi. Und ihr müsst aufpassen. Vielleicht, ich glaube, ich konnte sie abschütteln, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Wir sollten auch leiser reden. Und sie schauen jetzt so an mir vorbei und sagen, und du bist wirklich alleine. Was macht so ein kleines Mädchen alleine draußen? Im Dunkeln? Muss ich jetzt fast eine Komplikation einbauen. Es schreit nach einer Komplikation. Ja, und zwar vielleicht fällt dem einen ja von den beiden... fällt ihm ja ein, dass er dich vielleicht doch schon mal gesehen hat. Oh. Ja, stimmt. Das könnte sein. Ja. Das könnte durchaus sein. Schauen wir doch mal, ob es vielleicht, ich glaube, es gab einen Robin, an den kann ich mich noch erinnern, namentlich. Der andere Typ, weiß ich nicht mehr. Ja, natürlich habe ich eine 6 gewürfelt. Oh, das geht's doch nicht. Schon der zweite. Oh. Und er sagt, warte mal, du bist doch das Mädchen, das vor ein paar Wochen, warte, du bist doch die Schwester von diesem Dummy. Und er spuckt den Namen förmlich aus und ich sag so, was? Nein, ich kenne keinen Dummy. Du musst mich verwechseln. Es ist ja dunkel. Und Konstantin sieht, wie Agnes, weil wir das ja jetzt vermutlich hören, weil er da jetzt laut spricht, wie ich dich panisch angucke. Du musst was tun.
Und in dem Moment drehe ich mich um und renne los und renne in eure Richtung. Und die beiden nehmen natürlich sofort die Verfolgung auf. Und der Robin schreit noch so, hey, bleib stehen! Auf dich ist sozusagen ein Kopfgeld ausgesetzt. Und ja, sie rennen mir hinterher und sie sind schon fast dabei, mich einzuholen, weil die sind tatsächlich beide natürlich etwas größer und älter. Und ich bin zwar schnell und klein und flink, aber ja, ich laufe in eure Richtung und laufe an euch sozusagen oder an der Garage vorbei und ich weiß nicht, ob wir daraus eine neue Szene machen wollen oder ob wir das noch hier fertig erzählen. Das überlasse ich. Nee, wir können da eine neue Szene draus machen, dann übernehme ich sonst direkt. Okay. Denn als die beiden an uns vorbeilaufen, scheint Agnes wieder schneller zu schalten als Konstantin, der eventuell doch eher der zögerlichere Typ ist, weil sie nämlich den Stein hochreißt und einem und demjenigen, der an ihr vorbeiläuft, ihm mit voller Wucht ins Gesicht zimmert. Also dieses matschende Geräusch von brechenden Knochen geht einem wirklich durch Mark und Bein, als er dann auch gebremst wird und die Füße noch weiterlaufen und er dann einfach auch mit so einem saftigen Geräusch dann nach hinten runterfällt. Sein Kumpel natürlich stehen bleibt und auch Konstantin jetzt gewahr wird, der ja gegenübersteht mit seinem Knüppel. Und sofort schreit, das ist eine Falle, und auf Konstantin losgeht. Ich würde natürlich mit allem, was ich habe, mich zur Wehr setzen und ihm erstmal richtig ordentlich eine überknüppeln. Ja. Das gelingt dir auch. Also du zimmerst ihm auch mit dem Stock so über den Schädel, dass er kurz Sternchen sieht. Und das reicht uns auch, um ihn zum Fall zu bringen, sodass wir zu dritt uns auf den einen stürzen. Sein Kumpel, dessen Gehirnmasse und Gesichtsknochen sickern da gerade in den Boden der Garage, als wir zu dritt auf den anderen losgehen. Das war nicht Robin. Wir erinnern uns nicht mehr wirklich, wo er bei den Sumpfratten gewesen ist. Aber ganz eindeutig, Sumpfratte. Und wir schaffen es, ihn an den Boden zu nageln. Er sieht Sternchen und kommt dann aber zu sich, die Augenlider flattern, als wir auf ihm hocken und Agnes auch sehr unangenehm nah sich, so wie sie vorhin auf Konstantin hinten auf den Beinen saß, sitzt sie jetzt oben auf den Typen, hat diesen Stein in der Hand, an dem noch Knochensplitter kleben und Blut und ein bisschen Haar von seinem Freund, und sie starrt ihn auch an, als er dann zu sich kommt und sagt, fuck, was wollt ihr verdammt nochmal? Ihr seid doch irre! Und hin und her guckt. Ich heb so meinen Knüppel und sag so, ja, wir wollen Dommy. Wo ist mein Bruder? Was habt ihr mit ihm gemacht? Warum habt ihr ihm seinen Hoodie weggenommen? Dein Bruder ist nicht mehr bei uns. Der ist abgehauen, die kleine Ratte. Was? Wohin? Keine Ahnung, er ist getürmt, als wir gesagt haben, dass er dafür verantwortlich ist, dass ihr seid nicht mehr ganz dicht. Wisst ihr, was wir planen? Wir werden euren scheiß Tribe auseinandernehmen. Wir werden diese fucking Esperanza abfackeln, ich schwöre es euch. Und ihr seht, wie Agnes so mit diesem Stein so noch einen Ticken näher auf ihn zugerutscht kommt. Und er sagt so, ei, und guckt so zu seinem Kumpel, der da sowas von tot ist. Seid nicht mehr ganz dicht. Ich schwöre, dein Bruder ist nicht mehr bei uns. Er ist abgehauen. Kurz nachdem ihr weg seid, ist er abgehauen. Ich schwöre es. Lasst mich bitte gehen. Und Agnes dann so, ja, nur damit du verrätst. Nee, erzähl uns noch, was wollt ihr? Die Esperanza abfackeln? Wir haben Kinder bei uns? Babys? Sie rutscht wieder so mit dem Stein so näher an ihn ran. Du solltest mit Agnes lieber keine Spielchen spielen, das sage ich dir. Und ich schaue zu dem toten oder wahrscheinlich toten Zweiten und bin tatsächlich selber auch ein bisschen erschrocken. Aber dann sage ich, okay, du erzählst mir jetzt alles, wo habt ihr schon nach ihm gesucht?
Wir haben das ganze Gebiet von, deswegen sind wir ja hier, weil wir dachten erst zu euch abgehauen. Darum haben wir jetzt die restliche Strecke von unserem Hideout zu eurer fucking Esperanza, weil wir denken, er ist hier irgendwo. Wir wissen nicht, wo er ist. Und Hoodie, keine Ahnung, ich weiß nicht, wovon du sprichst. Wir hatten ihn nicht in den Fingern. Bestimmt ist er hier irgendein Grinser in die Arme gefallen. Selber schuld. Das ist er nicht und ich trete ihm so mit dem Fuß in die Seite. Und Agnes scheint das irgendwie als so zu nehmen und hämmert dem Typen den Stein wieder. Ich würde eine Komplikation einbauen. Ja. Du holst aus, um ihm den Stein drüber zu ziehen. Aber wenn du es nicht schaffst... Ich schaffe es nicht, eine 6. Damit triggere ich ein Trauma. Ja. Einen zweiten. Das heißt, einer noch zum Downfall. Ja, denn du hebst so die Arme und das ist wohl der Moment, wo er seine letzte oder einzige Chance sieht, sich doch noch loszureißen. Und er schafft es irgendwie, einen Arm freizukriegen und haut dir tatsächlich in dem Moment, wo du deine Arme erhebst, gibt er dir eine mit und jetzt siehst du tatsächlich kurz Sternchen. Und das reicht, dass er sich losreißen kann unter dir oder so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, reicht das? Ja, er reicht ihm auch und er tritt Agnes auch nochmal hinterher, also so, dass sie von ihm runtergetreten wird, rollt sich auch und da setzen jetzt alle Reflexe ein, die die Sumpfratten haben und eindeutig ist er wesentlich besser und schneller und eigentlich auch gewalttätiger als wir, bis auf Agnes vielleicht, denn auch wir sind wieder überrascht davon, wie schnell er ist und er haut einfach ab und verschwindet in die Dunkelheit. Ich renne ihm noch ein Stückchen hinterher tatsächlich und schreie, Scheiße, Scheiße, wir müssen ihn einholen. Aber ja, ich merke dann natürlich auch hinterher, ja. Damit Sophie, bleib da! Kann ich nicht einholen. Damit würde ich die Szene dann beenden. Buddy, it's your turn. Genau, ich würde zeitlich auch... Ja, genau. Nee, ich würde zeitlich auch wirklich gleich dran anschließen, ne? Weil nachdem wir uns gesammelt haben, besprechen wir so das weitere Vorgehen und ich sage es ja, ich meine, ja, die Ratte, die rennt bestimmt in ihren Bau. Also wir müssen jetzt praktisch eigentlich bloß ihm folgen und vielleicht finden wir auf dem Weg irgendwelche Spuren von Domi. Auf jeden Fall, er ist ja von ihnen abgehauen. Also denke ich mal, wäre das jetzt unser bester Anhaltspunkt. Ja. Aber da ist er doch nicht mehr. Ja, ich weiß, aber ich meine, mein Gedanke wäre jetzt, er ist ja von dort geflohen. Also wenn wir irgendwo eine Spur von ihm finden, dann wohl eher in dieser Richtung. Oder was meinst du? Also ich meine, was meint denn Agnes? Agnes, siehst du ja, irgendwas? Ja, genau, mein Blick dreht sich auch zu Agnes. Agnes, was hast du? Kannst du was sehen? Ich mache mir gerade so den Dreck und man sieht so einen Fußabdruck, geht's dir gut? Als er mich getreten hat, auf meiner weißen Bluse und ich versuche den so wegzuschrubben und man sieht so Tränen in meinen Augen, weil meine Bluse jetzt dreckig ist, obwohl ich so neben diesem Typen stehe, der da voll das vermatschte Gesicht hat. Ich weiß nicht, ich glaube, wir sollten uns einen kurzen Moment nehmen. Gott muss mir eigentlich ein Zeichen schicken. In so einer Situation, wenn ich nicht weiter weiß, dann muss ich beten. Kannst du vielleicht, wenn du... mein Blick fällt so auf den Toten. Kannst du vielleicht... Ich weiß ja nicht, wenn du ihn... Und meine Hand geht so in Richtung des Toten, so deutet so an, wenn du ihn anfasst, vielleicht kannst du dann ja etwas sehen. Ich knie mich dann runter und ich nehme auch seine Hand, auch so sehr zärtlich dann auf einmal, nachdem ich ihm den Schädel zertrümmert habe, nehme so seine Hand und streiche sie dann auch.
Und wippe dann so ein bisschen hin und her und schließe auch die Augen und murmel dann. Ich weiß nicht, Buddy, ja. Hast du eine Idee, was passieren könnte? Ja, und zwar, ich würde sagen, du kriegst wahrscheinlich, ich meine, du bist unsere Prophetin, ja, du kriegst eine Eingebung und so nach einem kurzen Moment der Abwesenheit, wo du nicht ganz bei dir zu sein schienst, richtest du so einen Blick in nicht ganz die Richtung, wo der andere abgehauen ist, so ein bisschen anders und sagst so, ja, wir müssen da lang. Und ja, dann würde ich sagen, machen wir uns auch in diese Richtung auf. Und es fängt auch schon an zu dämmern, also der Morgen steht bevor. Und nach einiger Zeit nach einigem Marsch sehen wir, dass da in der Richtung irgend so ein einsames Gehöft sich als Silhouette vom immer heller werdenden Himmel abzeichnet. Und ich sage so, ja, also lass uns doch erstmal zu diesem Gehöft gehen. Wir müssen ja auch immer irgendwie Rast machen, ja. Also das ist, glaube ich, bringt nichts, wenn wir uns jetzt hier total verausgaben, dann sind wir leichte Beute für die Sumpfratten und jetzt sind sie gewarnt. Was haltet ihr davon? Ja, ich habe auch irgendwie Kopfschmerzen. Oh nein, hat er dich doch schlimmer erwischt? Ja, du siehst so, tut mir so leid. So einen Bluterguss hier an der Wange. Sie sind so grausam. Ja, ja. Ja, nicht so wie wir. Ja. Mit so Blut unter den Fingernägeln und seinen Gehirnteilen. Vielleicht ein bisschen Gehirnmasse irgendwo im Kleid, ja. Ja, ich nehme so einen Schneerest, der da irgendwo auf dem Fell liegt und gebe ihn dir so. Ich glaube, das musst du kühlen, sonst schwillt dir das ganze Auge zu. Okay. Und dann machen wir uns auf. Und bei dem Gehöft sage ich so, Sophie, kannst du vielleicht mal kurz vorgucken, ob da irgendwas ist? Ja, ja, natürlich. Du bist zu klein und schnell, aber pass auf. Ja, wartet hier. Wartet hier und ich verschwinde augenblicklich. Und ihr seht noch meine Silhouette, wie sie irgendwo zwischen den Gebäuden, das ist so ein Bauernhof, oder? Hast du gemeint? Oder? Ja, genau. Ja, genau. Mit wahrscheinlich mehreren Gebäuden. Ja, ich verschwinde da irgendwo und ist ja deine Szene eigentlich. Genau, nee, ich würde sagen, du kommst auch relativ bald wieder zurück. Also es sieht auf den ersten Blick alles sicher aus. Mhm. Und wir wagen uns dann so weiter vor in diesem Bauernhof und dann gehe ich vor und ich gehe ins Hauptgebäude rein, einfach ins Wohngebäude und dann kurz darauf rufe ich euch auch rein und sage so, ja, hier ist alles sicher, hier können wir uns auf jeden Fall erstmal ausruhen. Dann schauen wir uns dort auch so um und wir richten uns so ein bisschen ein und dann sage ich so, ja, die erste Wache kann auf jeden Fall auch ich übernehmen. Vielleicht gibt es da noch irgendwelche Konserven oder irgendwas, was wir essen könnten. Und als ich da so rumsuche, finde ich auf einmal so einen fetzen Stoff. Und dann sage ich so, Sophie, ist das nicht der gleiche Stoff, wie was beim Pulli auch rausgerissen war von deinem Bruder? Ja, du erkennst, es ist der gleiche Stoff. Ja, ich glaube schon. Wo hast du das gefunden? Das lag hier. Also war er hier? Ja, Agnes hatte recht und ich schaue Agnes so voller Bewunderung an, ja, weil bis jetzt habe ich ja nicht so an diesen Hokuspokus geglaubt, aber du siehst Agnes an. Ja, er muss hier gewesen sein.
wie sie in dieser, wie sie da steht, aber irgendwie so ein Teil in der Wand anstarrt oder an der Wand anstarrt und irgendwie so den Kopf so schräg legt. Und sehr irritiert aussieht. Was siehst du? Agnes steht da, sieht irgendwie irritiert aus und dreht sich dann zu euch um und sagt, er war nicht hier, er ist noch hier, irgendwo. Was? Wie sie meinst du das? Sie geht näher an die Wand und greift da auf, an so ein Bretter, ja, eins von diesen Dielen eigentlich, die jetzt aber erst beim zweiten Hinblick, weil ja alles irgendwie sehr verlassen und verwahrlost auch aussieht, wird aber jetzt erst klar, dass die doch irgendwie anders da steht und sie zieht einmal dran und man sieht dahinter wie so ein kleines Versteck, also so eine Bettstatt und auch eine Wasserflasche und Essen und ein bisschen Trinken. Und sie quetscht sich so durch diesen Spalt. Und als ihr hinterherkommt, sieht vor allem Sophie hier Dinge, die deinem Bruder gehören. Also wenn, dann scheint er sich ja tatsächlich hier aufgehalten und auch hier versteckt zu haben. Denn du findest da auch persönliche Gegenstände. Und dieser Spalt in der Wand ist auch so schmal, dass eigentlich nur wirklich so ganz dünne und schmale Kinder reinpassen. Mhm. Ich glaube, ja. Konstantin hat schon eher Probleme. Zu groß, ja. Da, sieh mal. Und ich ziehe ein Foto tatsächlich hervor. Und das ist ein Familienfoto. Das ist schon, ja, ein bisschen zerknickt und nicht mehr so ein bisschen abgewetzt. Aber du erkennst eindeutig mich und offensichtlich meinen Bruder Domi und noch zwei Erwachsene. Und ich starre es einfach nur an. Er ist wirklich hier gewesen, aber jetzt ist er nicht mehr hier. Und ich stecke das Foto ein. Aber siehst du, er hat dir verziehen. Er hat die Sumpfratten verlassen und ist dich suchen gegangen. Er wollte doch wieder zurück zu dir. Ja. Er war nicht sauer, dass du ihn zurückgelassen hast damals. Aber vielleicht. Du siehst wieder, wie ihre Augen so ganz komisch flattern und sie dann mit so einer sehr entrückten Stimme dann zu dir sagt, wenn wir ihn bis zum Sonnenuntergang nicht finden, werden sie ihn erschießen. Und dann blinzelt sie wieder und guckt dich wieder ganz normal an und sieht nicht so aus, als wüsste sie, was sie gerade gesagt hat. Ja, und ich schaue dich sehr entsetzt an und sag, das hast du jetzt nicht gesagt. Das stimmt nicht. Das glaube ich nicht. Und ich schubst dich so ein bisschen. Ja, ich stolper auch zurück. Was habe ich gesagt? Du hast gesagt, dass sie ihn erschießen. Schon wieder. Jetzt immer mit der Ruhe. Also wenn dann finden wir ihn vorher. Das, erst hast du gesagt, er ist hier und jetzt sagst du, sie erschießen ihn bis zum Sonnenuntergang. Sonnenuntergang? Ich gucke so durch diesen Bretterverschlag, sieht man, wie die aufgehende Sonne reinfällt. Das heißt, wir müssen uns jetzt wirklich beeilen. Wir haben nur noch ein paar Stunden. Aber ich weiß nicht, wo er sein könnte. Ich krieche wieder aus dem Versteck raus. Ich bin ein bisschen sauer tatsächlich. Und Sophie, ich stürme nach draußen. Sophie, sei nicht sauer. Konstantin sieht, wie Agnes da steht und total verloren aussieht, als sie Sophie so hinterher guckt. Drehe mich zu dir um und sage, ich wollte das nicht. Und ich fange an, ganz bitterlich zu weinen. Ja, hin und her gerissen. Du kannst ja auch nichts dafür. Ich nehme dich so kurz in den Arm. Aber du musst verstehen, sie ist da jetzt... Ich weiß. Es geht um ihren Bruder und dann laufe ich Sophie nach. Und sage, Sophie, warte! Sophie, warte! Ihr lauft raus. Sophie ist blindlings nach vorne gestürzt. Und was du auch siehst, ist, dass hier so alte, verrostete Fahrräder stehen. Und er hat sich wohl eins von den Fahrrädern genommen, was die Sumpfratten auch noch da hatten. Denn du siehst da nämlich Reste von
von einem Schloss und das ist so typisch dein Bruder. Denn wenn er irgendwas gemacht hat, seit er Fahrrad fahren konnte, weil du wusstest, er hat nämlich zu seinem 6. Geburtstag hat er ein Fahrrad geschenkt bekommen von deinen Eltern und als die Erinnerung dich übermannt, musst du nochmal schlucken und mit den Tränen kämpfen, denn du hast es so vor Augen, wie er als 6-Jähriger so stolz dieses Fahrrad in Empfang genommen hat und ihr viele Ausflüge damit gemacht habt. Und es ihm dann eines Tages geklaut worden ist. Und als deine Eltern oder eure Eltern nämlich mit ihm geschimpft haben und ihm gesagt haben, das lag nur daran, weil er das Fahrrad nicht ordentlich angeschlossen hat, hat sich so ein kleiner Spleen entwickelt bei einem 7-Jährigen, der nämlich von da an alles, egal wo er hingegangen ist, er hat es mit einem Fahrradschloss gesichert. Zweifach, dreifach und genau diese Reste. Und du weißt, er war hier und er musste irgendwie überstürzt los, weil da nämlich diese 3 Fahrradschlösser sind und vermutlich hast du noch vor deinem inneren Auge, wie er panisch diese 3 Schlösser schnell aufmachen musste, die er da festgemacht hat und mit dem Fahrrad ab Richtung in den Wald gerannt ist. Und Konstantin, du siehst natürlich auch, wie Sophie da steht und wieder mit sich kämpft, aber dann weiter in den Wald reinläuft und du ihr hinterher rennst. Ja, ich laufe hinterher, ja. Und Agnes bleibt alleine auf dem Hof zurück. Ja, genau. Schreit ja eigentlich nach einer Komplikation. Ja, ich wollte ja nicht drum bitten, aber wenn du es schon sagst. Agnes steht nämlich da und weint immer noch. Konstantin, der sie einfach kurz gedrückt hat, aber dann so viel hinterhergelaufen ist. Und sie steht da in diesem staubigen, dreckigen Gehöft. Die Morgensonne fällt durch die staubigen Fenster. Und man hört schlurfende Schritte, würde ich sagen. Eine 12. Auch du hörst schlurfende Schritte. Sie kommen irgendwo aus der entgegengesetzten Richtung, in die wir zwei gerade weggerannt sind. Und sie sind auch relativ langsam offensichtlich und noch desorientiert, obwohl wir ja gerade doch ein bisschen Krach gemacht haben. Also irgendwas haben sie wohl gehört, deswegen kommen sie. Und du siehst, wie sich aus der Morgendämmerung 2 Grinser schälen. Aber du siehst sie ja noch, deswegen kannst du dich wahrscheinlich in Sicherheit bringen, oder? Genau, ich sehe da 2 Grinser und zwar sind es Erwachsene. Ihre Kleidung verrät, dass sie seit Monaten die Kleidung nicht gewechselt haben. Sie ist voller Blut, vor allem auch so an ihrem Mund läuft das Blut von unzähligen Opfern, Tieren, Menschen, wen auch immer sie geschlagen, gefangen und gefressen haben, herunter. Und sie sind deswegen so langsam, weil sie verletzt sind. Das ist nämlich auch der einzige Grund, warum Agnes, die sich langsam umdreht und diese stufenden Schritte wahrnimmt und sieht, was da auf sie zukommt, denn ihre Beine und Knochen sind gebrochen. Das hält ja Grinser nicht davon ab, sich fortzubewegen. Die spüren weder Schmerzen, noch haben sie sonstige Emotionen, außer einfach nur Mordgier. Und so, als sie Agnes sehen, werden sie schneller, aber trotzdem laufen sie auf gebrochenen Füßen und auf gebrochenen Unterbeinen ihr hinterher und schleifen quasi so ihre Gliedmaßen hinter sich her. Und Agnes dreht sich einfach nur um und rennt euch hinterher. Damit würde ich die Szene beenden. Ja. Hast du eine Idee, Buddy, gerade? Ja, also ansonsten würde ich halt da gleich direkt weitermachen. Ich meine, es ist ja jetzt vielleicht auch ganz interessant, wenn wir jetzt dann mal getrennt sind gerade im Moment. Ja. Und ich habe jetzt in meiner Fokussierung auf Sophie jetzt leider nichts von diesen Grinsern mitgekriegt. Und dann, ich laufe dir so nach in den Wald rein. Allerdings bist du halt leider viel zu schnell für mich. Ja. Und irgendwann stehe ich halt allein im Wald. Ich bin jetzt
auch nicht unbedingt so das Waldkind, ja, durch meine Erziehung auf dem Internat. Hauptsache ein Jagdgewehr, aber kein Waldkind. Ja, ja, ist typisch wieder. Und ich stehe jetzt so im Wald und ich schaue mich so um und ja, ich sehe Linksbäume, ich sehe Rechtsbäume, vorne und hinten Bäume und ich rufe so, Sophie, Sophie, komm zurück. Und ich versuche so zu lauschen. Ja, du hörst wahrscheinlich immer wieder ein Knistern, ja, von brechenden Ästen. Ich höre auch so ein Rascheln, ja. Und dann laufe ich wieder so in die Richtung und dann finde ich dich aber nicht. Und irgendwie relativ orientierungslos steuere ich so durch die Gegend und irgendwann komme ich eigentlich wieder da an, wo ich losgelaufen bin, also bei diesem Bauernhof. Und ich sehe die beiden Grinser und ich sehe Agnes, wie sie immer noch so ein bisschen verdattert ist. Und ich sage so, oder ich erkenne eigentlich auch schon gleich, was los ist. Und ich laufe so auf sie zu, Agnes, Agnes, pass auf! Und toll. Und genau, und helft ihr. Und dann sage ich so, ja, Sophie, ich hab sie verloren, wir müssen sie suchen. Und die Grinser kommen immer näher, wir stehen da, noch relativ unschlüssig, was wir machen sollen. Hast du nicht eine Idee? Na, komm mit, wir müssen, sie ist im Wald und ich würde sagen, dass Sophie, du merkst auch irgendwann, dass ich weg bin und kommst auch wieder so ein bisschen zu dir und fängst dann auch an, uns zu suchen. Und genau, Agnes, hast du irgendeine Idee? Keine Ahnung, komm. Ich hätte dranbleiben sollen, ich hätte sie nicht allein lassen sollen. Du siehst aber, ja. Und du siehst auch, wie Agnes dann immer langsamer wird und sich die Grinser irgendwie anguckt, die halt nicht schnell genug sind und sich von dir dann aber so mitziehen lässt und gar nicht irgendwie an Sophie denkt, sondern die Grinser irgendwie interessiert beobachtet. Agnes, jetzt lass doch die Grinser mal. Also, was ist denn los mit dir? Komm, wir müssen weiter. Sabine, entschuldige, ich wollte dich nicht unterbrechen. Nee, tatsächlich würde Sophie vielleicht kurz ins Stocken geraten, als ich halt merke, dass ihr nicht mehr hinter mir seid, aber dann nach einem kurzen Zögern würde ich tatsächlich trotzdem weiter meiner vermeintlichen Spur folgen, die ich vielleicht aufgenommen habe. Also ich wäre tatsächlich erstmal weg. Ich weiß nicht. Guck mal, sie sind so langsam. Ich glaube nicht, dass wir vor ihnen wegrennen müssen. Ja, aber wenn sie einmal unsere Spur aufgenommen haben und du weißt ja, wo zwei sind, sind meistens auch mehr. Außerdem, wir müssen ja Sophie finden. Aber was und ist, ganz energisch ziehe ich dich jetzt mit. Ja? Ja, kannst du auch. Und dann, sie ist ja ein zartes Mädchen von 14 Jahren, kannst du auch machen. Aber was ist, wenn die hier auch die Spur von Domi aufgenommen haben und er sich hier irgendwo versteckt vor denen, wenn hier noch mehrere sind? Die waren ganz nah. Und du, also du meinst jetzt, dass sie vielleicht uns sozusagen zu Domi führen könnten? Ich weiß nicht. Vielleicht versteckt er sich hier irgendwo. Ja, das. Aber wir müssen doch auch Sophie finden. Oh Gott, immer diese Entscheidungen. Ich pack dich. Du bist unser Anführer, Konstantin. Was ja, aber ich bin nicht zum Anführer gemacht. Du solltest die Anführerin sein. Oh, ich lächle, als du das sagst. Und, Ich dachte aber immer, du bist gegen mich und ich bleib da stehen und du siehst so hinter mir die Grinser näher zu kommen. Ich dachte immer, du bist gegen mich. Ja, das war am Anfang auch so. Ich habe dir einfach nicht vertraut, aber inzwischen hat sich das komplett geändert. Ich meine, alles, was du sagst, ist richtig und dann auch das mit dem Boden, mit der Heimkehr. Du hast einfach alles vorher gewusst.
Wie kann ich da konkurrieren? Ja? Im Stamm, ich meine, du weißt es selber, die Hälfte der Leute, die können mit mir nichts anfangen. Die wollen nicht, dass ich da Anführer bin. Die haben mich da nie gesehen und ich meine, viele vertrauen dir, wahrscheinlich alle. Ich vertraue dir auch. Haben wir schon eine Komplikation für ihn eingebaut? Was ist nein. Ich habe eine Idee. Mach mal. Würfel mal bitte. Das ist irgendwie fies, weil das mit meinem Charakter zu tun hat, aber ich... Eine 6. Du redest da die ganze Zeit und sie scheint es irgendwie total zu missinterpretieren. Sie tritt auf dich zu und küsst dich, während die Grinser hinter euch laufen. Das ist irgendwie fies, wenn ich mir jetzt ein Trauma anmache. Oh, weil das wird jetzt richtig unangenehm. Ja, also Konstantin ist hochgradig irritiert und er weiß gar nicht, wie ihm geschieht. Ja, es ist, aber sie scheint es eindeutig traumatisch für ihn, ja. Sie scheint es eindeutig zu missinterpretieren, was du gerade gesagt hast. Ja, ja. Weil es ist so die innere Zerrissenheit, weil er doch einfach mehr für Sophie empfindet, aber zu dir halt als eben dich respektiert und zu dir aufschaut. Und genau, er ist da wirklich in einem moralischen Dilemma. Und er trifft eine sehr schwere Entscheidung. Und er sagte erst, ja, wir machen es so, wie du es sagst. Wir folgen den Grinsern. Und entscheidet sich damit in diesem Moment dagegen, in den Wald zu laufen und Sophie zu suchen. Und genau, das ist eben das traumatische Erlebnis für ihn. Und damit würde ich dann auch gerne abgeben. Ja. Ja, und damit folgen wir Sophie. Es ist tatsächlich machen wir einen kleinen Zeitsprung. Es sind so, ich weiß nicht, eine Stunde oder so auf jeden Fall vergangen. Ich habe tatsächlich im Wald eine Fährte gefunden, denn ich habe eine Spielkarte gefunden. So eine ganz normale von so einem Kartenspiel. Eine Seite lässt erkennen, dass sie mit einer Wäscheklammer oder so irgendwo festgemacht war. Und ich bin mir 100% sicher, das ist von Domi, denn er hat es geliebt, in seine Fahrradspeichen sowas reinzuklemmen. Ich habe es immer gehasst, es war so laut. Aber offensichtlich hat er das immer noch gemacht, auch wenn es in einer Welt wie dieser ziemlich dämlich ist, sowas zu tun. Aber was soll ich sagen, er ist 11 Jahre alt. Und ja, so bin ich mir sicher, die Richtung ist die richtige und ich folge einfach dem Weg, denn er ist ja mit dem Fahrrad gefahren, also da fährt man nicht quer durch den Wald. Und der Wald lichtet sich irgendwann erneut und vor mir liegt eine Ortschaft und dunkel meine ich mich zu erinnern, sie schon mal gesehen zu haben. Es ist so ein kleinerer Ort mit ja, so typischen Einfamilienhäusern, Doppelhaushälften und so weiter. Ich glaube, es ist der Ort, durch den wir damals gekommen sind, bevor wir zu diesem Campingplatz gefunden haben. Bin mir aber nicht ganz sicher, irgendwie sehen die alle gleich aus. Und ja, ich bin etwas verunsichert, denn jetzt geben sich mehrere Wege, denen ich folgen könnte. Und ich bleibe erstmal stehen und horche. Und ich höre die Natur, ich höre Vögel, ich höre Insekten. Erste Insektensummen, es ist ja noch nicht so richtig warm, aber die ersten Hummeln brummen schon irgendwie durch die Morgensonne. Und ich höre in einiger Entfernung tatsächlich Geräusche.
und folge denen. Und schleiche durch diesen Ort mit seinen toten Häusern, bis ich irgendwann an eine Stelle komme, an eine Kreuzung. Die Geräusche kommen von rechts und jetzt höre ich tatsächlich wieder Stimmen. Und eine Stimme kenne ich, denn das ist die Stimme von Domi. Und ich sehe, wie er in Gesellschaft von zwei Jungs ist, die ihn aufgehalten haben und die ihn festzuhalten scheinen. Und ich sehe das und ich sehe rot und ich renne auf die zu und sage, lasst ihn in Ruhe, lasst ihn gehen, ich nehme ihn jetzt mit und ihr könnt uns mal. Meine Freunde sind gleich hier und dann reißen sie euch den Arsch auf. Sie haben Robin und den anderen umgebracht. Und ihr seid die Nächsten. Und Domi dreht sich zu mir um und seine Augen weiten sich und er schreit, Sophie, Sophie, da bist du ja. Ich habe euch gesucht, aber nicht gefunden. Und ich musste mich verstecken und jetzt muss ich weg wegen den Grinsern und dann dreht er sich wieder um, weil ihn der eine am Kragen gepackt hat und er sagt, niemand geht irgendwo hin und du, Mädchen, bist alleine. Was sollen wir von dir schon zu befürchten haben? Und der andere tritt jetzt tatsächlich an Domi vorbei und geht auf mich zu. Und ich bleibe stehen und sage, lasst ihn gehen. Wir haben ein Gewehr. Das Gewehr ist in dem Moment auf deinen Kopf gerichtet. Und wenn du weißt, wer ich bin, dann weißt du auch, zu was wir fähig sind. Und er bleibt tatsächlich kurz erstmal stehen und der andere sagt, sie haben vor ein paar Wochen wirklich, sie haben Markus erschossen im Flur und dann bei der Explosion und er schaut sich so ein bisschen nervös um. Ich würde sagen, Zeit für eine Komplikation, oder? Ob sie das dir abkaufen? Ja. Ja, würde ich auch sagen. Vielleicht würfel ich ja zur Abwechslung. Ach, weißt du was? Ich gebe jetzt mal mein Determination. Ja, gut. Aus. Ja, gut. Und das hat auch nichts geholfen, weil ich habe trotzdem eine 5. Nur. Kann ich dir einen Helix-Punkt geben oder darf man nicht Determination und Helix? Irgendwas war das. Doch, nicht, doch, das ja? darf man schon, glaube ich, oder? Man darf nur nicht. Ich glaube, man darf nur nicht 2 Helix-Points ausgeben. Also ach, wenn du, ich jetzt einen Helix genau. genommen hätte, dürftest du es nicht wieder rückgängig machen. Deswegen mal kurz zur Erklärung. Also es gibt bis auf diese 2 Story-Punkte gibt es noch, hat jeder einen Determination und einen Helix-Punkt. Und mit Determination kann man einmal statt mit 2 Würfeln mit 3 Würfeln würfeln. Genau. Nee, das ist Helix. Nee, das ist der Helix-Punkt. Nee, der Helix-Punkt, also, der Helix-Punkt verändert den Würfelwurf nachträglich. So, das war schon richtig, wie du es gesagt hast. Ah, okay. Weil dann würde ich das nämlich, also es gibt also einmal die Möglichkeit, statt mit zwei mit 3 zu würfeln. Das hat Sabine gerade versucht und hat es trotzdem nicht geschafft. Und dann gibt es aber noch die Möglichkeit, diesen einen Punkt auszugeben und um einen Wurf bei einem selbst, aber auch bei jemand anders, in die entgegengesetzte Richtung zu bringen. Das heißt also, es kann auch sein, wenn jemand es schafft, kann ich den Punkt dafür ausgeben, dass der Wurf nicht geschafft ist. Also das funktioniert in beide Richtungen. Und das würde ich Sophie an dieser Stelle sehr wünschen, dass das klappt, damit die Komplikation abgewendet wird, dass die beiden, so die Sumpfratten. Ja, yes. Genau. Damit, ich hatte eine 4 und eine 1 gewürfelt und würde dann die 1 quasi in eine 6 ändern und damit hätte ich einen Erfolg. Und
tatsächlich sind die beiden wohl nicht so ganz die härtesten im Garten der Sumpfratten. Und der zweite, der bisher noch nicht so ganz so überzeugt war, wird jetzt doch auch nervös, als der andere nochmal aufzählt, was da alles passiert ist vor ein paar Wochen in deren Unterschlupf. Und dann sagt er, ja komm, hey, wir holen Verstärkung und weit werden sie nicht kommen. Wir holen die anderen und dann kommen wir zurück, wir finden sie schon wieder. Und dann schubst er den Dommi so weg und sagt, hier, nimm deinen blöden Bruder. Wir werden euch finden. Und dann werdet ihr dafür beten, dass wir... Ah, mir fällt nichts ein. Egal, ihr werdet euch in die Hosen scheißen. Das wollte ich sagen. Und dann drehen sie sich um und laufen weg. Und Sophie rennt auf Dommi zu und schließt ihn in ihre Arme. Und damit endet diese Szene. Wie wär's, wenn wir wieder im Wald sind und vielleicht dort, wo die in dem Bereich, wo die Fallen waren, ja, auf dem Rückweg. Mhm. Und sie sind uns dicht auf den Fersen. Wir haben noch sehen wir sie nicht. Wir hören hinter uns im Wald Geräusche, Fluchen. Vielleicht wurde auch schon der ein oder andere Warnschuss abgegeben. Ja, also es ist und wir laufen so durch diesen Wir laufen durch den Wald und plötzlich hören wir, also können wir auch Geräusche von links und rechts vernehmen. Und ich sage so, scheiße, sie wollen uns einkreisen. Wir müssen weiter. Das Problem ist so ein bisschen, dass Sophie an sich zwar schnell ist und Agnes und kann auch ganz gut mithalten. Aber Dommys Beine sind einfach noch so ein bisschen kurz, ja, der kann, der hat da Probleme mit uns mitzuhalten, ja, und Dommy, kletter auf meinen Rücken und ich gehe so in die Hocke und nehme ihn so auf meine Schultern, ja, dass er, und versuche dann mit Dommy, laufe ich so weiter und wir stürmen jetzt durch diesen Wald und wir hören aber, dass die Verfolger immer näher kommen und dann ist aber so nach einiger Zeit kommen wir immer weiter durch diesen Wald durch. Es ist inzwischen auch schon wird es mal wieder Nacht, ja? Warum denn auch nicht? Vielleicht haben wir uns ja zwischenzeitlich erstmal nochmal versteckt, ja, also nicht auf dem Gehöft, aber so knapp daneben, ja, das einfach nicht und genau, also wir sehen dann auch schon so, ja, die haben auch Taschenlampen, wir sehen um uns rum im Wald, in diesem finsteren Wald, über so Strahlen von Taschenlampen und dann ist es soweit. Also sie haben uns eingekreist, zumindest wie es von den Geräuschen her klingt, um uns herum sind überall Taschenlampen und sie suchen uns, aber sie haben keine Ahnung, wo wir sind, ja. Also das ist. Und ich sag so, wir müssen uns ducken. Und wir kriechen erstmal unter so einen umgefallener Baum, wo das Wurzelwerk so in die so quer hochgestellt ist. Und da verstecken wir uns erstmal. Und dann sage ich so, ja, was machen wir denn jetzt? Ich habe eine Idee. Und zwar. Ihr nehmt Dommy und ich laufe in die andere Richtung und lenke sie ab. Wir können uns nicht trennen. Nein, das machen wir nicht. Nicht schon wieder. Das ist zu gefährlich. Ja, aber ich weiß nicht. Meinst du, wir können durchbrechen? Ja, vielleicht. Agnes, hast du noch deinen Stein? Hier, nimm diesen Stock. Wir müssen uns bewaffnen. Okay, dann kämpfen und wir. Ich weiß nicht. Ich glaube, es ist besser, wenn wir versuchen, irgendwo entweder wir verstecken uns so lange, bis sie weg sind, oder wir suchen einen, ich weiß nicht, wir müssen uns durchschleichen. Ein offener Kampf, das bringt doch nichts.
Wir sind nur zu, ich schaue zu Domi, zu dritt. Und das schaffen wir nicht. Wir wissen nicht, wie viele es sind, aber es klingt nach mindestens 10. Vielleicht auch 12. Ja, okay, dann, dann machen wir es so. Ihr bleibt erstmal hier und ich schaue, wo wir am besten durchkommen. Und dann würde ich so mal wieder einen Stock aufheben und so kriechenderweise schauen in die Richtung, wo wir ungefähr wollen, wie viele da sind und ob wir da irgendwo durchkommen. Und ja, ich kriege da so hin und dann sehe ich, ja, das wäre wirklich vielleicht so eine Chance, wo wir durchbrechen könnten. Da sind zumindest Sumpfratten, die keine Schusswaffen haben. Und ich gehe dann so zurück zu euch. So, ja, ich habe eine Stelle gefunden, da können wir durch. Aber wir müssen ganz leise sein. Okay. Ich gehe vor. Ihr wartet ungefähr, keine Ahnung, 2 Minuten und dann kommt ihr nach. Und dann würde ich nach vorne durchkriechen. Okay, wir warten. Und ja, ich krieg so vorbei und oder nach vorne. Und genau, ich würde es auch schaffen und warte erstmal, bis ich euch höre, um gegebenenfalls eingreifen zu können. Dann Domi sagt noch, flüstert noch so zu uns beiden, Agnes und Sophie, und sagt so, es ist gefährlich da, wo er lang geht. Das sind überall Fallen. Ich weiß das so genau, weil ich war mit dabei, als sie gebaut wurden. Oh nein. Und er läuft genau rein? Er schaut so, lurrt so über den Baumstamm. Ich weiß nicht, vielleicht nicht, aber also so ganz genau kann ich es natürlich jetzt von hier auch nicht sagen, wo die sind, aber es ist diese Ecke. Da drüben siehst du diese Eiche, die mit dem komischen Ast, der so ganz gerade rausgeht und dann nach oben biegt. Daran kann ich es mir merken. Ja, ja. Also Konstantin, denkt sie, ich denke mal, das ist eine Komplikation, oder? Ja. Konstantin denkt sich noch so, oh, das ist aber ein interessanter Ast. Und, ja, aber er hat das Glück eigentlich gepachtet, ja. Außer, außer Küssen von Mädchen kann ihn einfach nichts erschüttern. Ja, das wird schön. Ich glaube, er hat es gesehen, sagt Domi neben mir. Aber ich würde sagen, es ist vielleicht, um das doch noch ein bisschen interessanter zu gestalten, es ist so eine Falle, die halt auslöst, der, keine Ahnung, so ein Ast, der dann zurückschnellt. Und auch wenn er mich nicht erwischt, kann ich zumindest diese Komplikationen vermeiden. Aber die anderen werden aufmerksam auf mich. Und dann rufen sie so, hey, da sind sie. Und genau, dann würde ich die Beine in die Hand nehmen und weglaufen. Und ja. Dann auch ja. Gerne abgeben. Ich schaue dann auch zu Agnes und sage, los, wir laufen auch. Und dann zerre ich schon Domi hinter mir her und wir rennen auch los. Mhm. Ja, und jetzt haben wir noch 2 Szenen. Mhm. Die Sonne geht unter. Mhm. Hinter uns sind welche mit Schusswaffen. Schon wieder so eine romantische Szene. Aber weil ich fies bin, dann übernehme ich das nämlich tatsächlich. Ähm,
Und zwar ist es nämlich so, dass wir auftrennen, also beziehungsweise versuchen, Konstantin hinterherzukommen, aber es klappt halt nicht. Es ist wieder, es ist, es, die Sonne geht unter, die Sumpfratten folgen uns jetzt. Wir hören den Krach, wir hören, wie viele das sind. Es wird irgendwie eher eine kopflose Flucht. Und Sophie verliert Dommys Hand beim Rennen. Und wirklich in dem Moment, als die Sonne untergeht und wir durch die Dunkelheit des Waldes laufen, sehen wir hinter uns den Lichtschein von den anderen, von den Sumpfratten. Und wir hören nur das, da sind sie. Und ein Schuss fällt. Und wir kriegen nur mit, wie Dommy strauchelt und fällt. Und er auch in Agnes Arme dann fällt, weil Sophie gar nicht so mitgeschnitten hat, was da gerade passiert. Und sie ihn in den Arm wiegt und also Agnes jetzt und ganz verzweifelt ist und sieht, wie das Blut aus diesem 11-jährigen Kind halt raussprudelt, weil er getroffen worden ist. Kein Konstantin, keine Sophie gerade. Und sie ihn wiegt und versucht, die Blutung zu stillen und zurückzudrücken und zu sagen so, ich habe doch gesehen, dass wir dich retten können. Und sie blickt so zum Wald und sieht da, wie gerade die Sonne halt untergeht und die Sumpfratten jetzt sie einzingeln und sie die ganze Zeit den Kleinen im Arm wiegt. Leider. Ihr hört das jetzt auch, wie die Jubelrufe von den Sumpfratten, weil sie Dommy und noch jemand anders halt erwischt haben und ihr euch aber jetzt im Unterholz verstecken könnt oder dazukommt, je Ja, nachdem. also Sophie bleibt natürlich auch stehen, sobald sie merkt, dass ihr nach diesem Schuss plötzlich weg seid, du und Dommy. Und ich mache wieder ein paar Schritte zurück und treffe dann aber tatsächlich wahrscheinlich da auf Konstantin. Und ich sage so, ja, Scheiße, 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 Scheiße. Ich habe sie verloren. Sie waren gerade noch hinter mir und dann hat irgendwer geschossen und jetzt diese Jubelrufe. Was machen wir denn jetzt? Konstantin! Wir müssen zurück sie holen. Ja, warum hast du denn dein verdammtes Scheißgewehr nicht mitgenommen? Und ich drehe mich aber schon um und renn wieder zurück in die Richtung. Und die haben ja wahrscheinlich inzwischen auch schon Taschenlampen an. Ja, du rennst zurück und irgendwie bist du doch so viel weitergelaufen, als du gedacht hättest. Das war einfach im Augenblick der Panik und in der Sorge und nicht genau zu wissen, was da jetzt los ist. Vielleicht bist du auch irgendwie vom Weg abgekommen. Auf alle Fälle siehst du jetzt, wie Agnes von den Sumpfratten hochgezerrt wird und du kannst dich kaum bewegen. Du bist so geschockt, als dir nämlich klar wird, dass die der Schuss Dommy getroffen hat. Denn du siehst, wie sie Agnes von Dommy runterzerren und der Junge da auf diesem Waldboden liegt und auch blutüberströmt ist. Und du siehst auch, wie er dich anguckt und seine Augen aber leer sind, weil sie ihn erschossen haben und du jetzt Agnes aber schreien und rufen hörst und wüten auch, wie sie gepackt wird von den Sumpfratten, die johlen, die grölen und sie völlig außer sich ist. Und eine Waffe greift und sie anfängt, um sich zu schießen. Auch du duckst dich gerade, weil ja, die sie gepackt haben und einfach nur johlen und sie da reingreift und eine Waffe zieht und den nächsten erschießt. Und das, was du dann da mitbekommst, ist, wie sie dann da auch sich wegduckt und auch ins Dickicht flüchtet. Ja, aber also würde ich gerne eine Komplikation einbauen. Ich meine, bietet sich irgendwie ein bisschen an, dass du vielleicht. Ich meine, wir hatten zwar die Situation schon mal, aber dass du vielleicht die Person triffst, die du wahrscheinlich am wenigsten treffen möchtest.
So viel. Okay. Eine 7. Das heißt. Du triffst mich. Und damit. Achso, nein, ich dachte eigentlich eher Konstantin. Ach so. Ja, kann auch. Ach, du bist jetzt die Person für mich. Verstanden. Wenn das Metabo wüsste. Aber das passt ganz gut, denn mein Downfall triggert, also mein Trauma triggert jetzt mein Downfall. Und es ist auch die bei mir die Möglichkeit, ich kann das ja auswählen, ne? Kann ich das auswählen? Ich muss das nicht in der... Oder ist es die Reihenfolge? Weil jetzt würde nämlich Crisis of Faith... Wenn es besser passt, dann nimm das. Ja, weil ich würde nämlich sagen, jetzt als ich sehe, dass es nur Tod und Verderben wiedergebracht hat und sich dann der Schuss löst, ich erschieße zwei von den Sumpfratten, aber bin dann so in Rage und schieße weiter, um mir den Weg da frei zu schießen aus diesen... 8, 9, 10, die uns umzingelt haben. Und dann schieße ich und treffe Konstantin. Und als mir das klar ist, wird der Downfall getriggert und ich zweifle gerade alles an, was ich glaube, denn das habe ich nicht gesehen. Nachdem er mir ja seine Liebe gestanden hat. Er weiß es nur nicht. Aber ich sehe ihn da dann zusammenbrechen. Ja, damit könnte ich die Szene beenden. Ich würde die letzte Szene mit einer Rückblende beginnen. Die Rückblende schließt allerdings tatsächlich an die jetzige, gerade gesehene Szene an. Wir sind aber tatsächlich alle drei zurück auf der Esperanza. Und ich fange so an. Wir sind zurück auf der Esperanza. Konstantin liegt auf der Krankenstation. Und Agnes hat sich in ihre Kapelle zurückgezogen und brütet da vor sich hin. Sie will mit niemandem reden. Sie hat Noah zu sich geholt und sitzt da alleine, ohne zu sprechen mit dem Kind und brütet irgendetwas aus. Und Sophie ist verändert. Sie ist auch ziemlich stumm. Sie sitzt tatsächlich in unserem Esssaal. Jemand hat ihr eine Suppe vor die Nase gestellt, aber sie rührt da irgendwie nur drin rum. Und sie erinnert sich nochmal an die Szene im Wald. Sie sieht Agnes mit ihrem Bruder, der tot am Boden liegt, und Agnes hält ihn und steht auf und fängt an zu schießen. Sie schießt, sie erschießt zwei, sie erschießt fast Konstantin, und bei den Sumpfratten hat sich Panik eingestellt und zwei laufen weg, einer fängt an auch zu schießen und einer läuft in Sophies Richtung und sie kann ihm irgendwie ausweichen und ihm ein Bein stellen. Er fällt hin, er verliert seine Waffe, sie nimmt die Waffe und fängt auch an zu schießen, und ein heilloses Chaos, und schließlich ziehen sich die Sumpfratten zurück und wir konnten entkommen und sitzen nun auf dem Boot. Und der restliche Stamm hat unsere Rückkehr, mit sehr gemischten Gefühlen aufgenommen. Manche haben uns angeschrien, wo wir denn gewesen sind und was uns überhaupt einfällt. Andere haben sich rührend um uns gekümmert, vor allem natürlich um Konstantin. Jackie hat ihn versorgt, aber
Sie hat versucht, mit Agnes zu reden und hat ihr Vorwürfe gemacht, dass sie es doch besser wissen müsste. Sie sei schließlich alt genug. Sophie wurde eher mit Missachtung gestraft, wie immer. Das ist sie schon gewöhnt. Niemand nimmt sie ernst. Außer sie macht Ärger. Aber in dem Fall wusste ja niemand, wer hier wirklich Ärger gemacht hat und was wir genau gemacht haben. Denn keiner von uns hat sehr viel erzählt. Und Sophie stochert in ihrer Suppe rum. Und als sich gerade Tobias kommt herein und sieht immer noch ziemlich blass aus und er hat so ein Zucken im Gesicht, so ein merkwürdiges. Und er will sich gerade zu ihr setzen, um mit ihr zu reden, und er scheint irgendwie nicht so ganz auf der Höhe zu sein nach wie vor und sagt, hey, das willst du erzählen, was passiert ist? Ich meine, wenn es mir wieder besser geht, ich meine, es scheint ja irgendwie ein größeres Problem zu sein, oder? Es waren doch wieder die Sumpfratten. Und ich blicke auf und sage, ja, wir müssen sie alle auslöschen. Wenn wir das nicht tun, dann kommen sie zu uns. Und dann ist alles vorbei. Dann sind alle hier tot. Auch die Kinder. Und ein Zucken geht wieder durch Tobias Gesicht und er sagt, wir sollten abstimmen, was wir machen. Wir brauchen jetzt einen starken Anführer. Und Sophie springt auf und ruft, wir haben einen Anführer. Konstantin ist unser Anführer. Und Tobias schaut sie an und sagt, ich bin mir da nicht sicher, ob er der Richtige ist. Und er zuckt wieder so. Vielleicht geht auch sein Mundwinkel so ein bisschen komisch hoch. Und Sophie schaut ihn an und sagt, was meinst du damit? Gibt es... Was sagen die anderen? Wo ist eigentlich Jackie? Und ach, lass mich doch in Ruhe. Ich muss zu Agnes. Ich glaube, es geht dir nicht gut. Und dann schiebe ich ihn so ein bisschen zur Seite und dränge mich an ihm vorbei durch die Tür nach draußen und begebe mich zu dir in dein Kapellenboot. In die Kapelle. Und was machst du da gerade? Das Bild, das ich dir biete, ist ungewöhnlich, denn normalerweise siehst du Agnes immer in diesem Kapellenboot vor der Bibel hocken oder im Gebet versunken oder das Baby schaukeln. Jetzt siehst du sie aber auf ihrem Bett sitzen und du siehst, dass das Holzkreuz, das sie aufgestellt hat und dass ganz viele Kerzen herumgestellt sind, dass sie das abgenommen hat. Du siehst sie da sitzen, das Baby greint, also das knatscht schon. Und sie rührt sich aber nicht. Normalerweise nimmt sie es immer sofort hoch und trägt es rum. Also sie rührt das Baby nicht an, guckt es nur an. Und als du reinkommst, guckt sie dich ein bisschen müden Augen an. Alles okay bei dir? Warst du bei Konstantin? Wie geht's ihm? Ich weiß nicht, ich konnte nicht, ich kann nur an Domi denken und dass ich ihn schon wieder, dass ich schon wieder nicht da war und... Agnes steht auf und nimmt dich in den Arm.
und weint mit dir. Ja. Was machen wir denn jetzt? Ich glaube, die anderen wollen nicht, dass Konstantin der Anführer ist, aber ich glaube, ich habe solche Angst, wenn wir jetzt schwach sind, dann finden sie uns, die Sumpfrennen. Ja. Dann holen sie uns. Löschen sie uns aus. Wir haben keine Chance gegen sie, oder? Kannst du etwas sehen? Ich sehe nichts mehr, nein. Agnes tritt von dir weg und guckt dich an. Ich habe mich aber nicht mehr getraut zu sehen. Ich fürchte, sie weint dann auch. Wie soll es mit uns weitergehen, mit den Müritz-Piraten? Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Es macht doch alles keinen Sinn mehr. Und dann fällt mein Blick auf das Baby und ich sage, andererseits, hast du nicht gesagt, und ich deute auf Noah, er ist der, wie hast du ihn genannt? Er ist der Heiland, ich dachte. Heiland, ja, der Heiland, genau, so heißt das. Er bringt uns erst die Zukunft. Und wir müssen dafür sorgen, dass er eine Zukunft hat. Und dann schaue ich dich an und sage, und das können wir nur erreichen, wenn wir die Sumpfratten auslöschen. Koste es, was es wolle. Ich nicke. Vielleicht solltest doch du unsere neue Anführerin werden. Hey. Ja, gut, hätte ich auch nichts dagegen. Ja, also ich glaube, damit könnten wir auch diese Szene beenden, ohne Komplikation. Ja. Und sehen mal, ob es zwischen Konstantin und Agnes vielleicht einen kleinen Konflikt geben wird. Was? Es ist Liebe, da gibt es keinen Konflikt. Konstantin will ja nicht mehr selber Anführer sein und ich meine, wurde glaube ich im Chat auch schon geschrieben, dass hier der Job als Anführer ist ja relativ ist kein Job von langer Dauer. Ja. Hat er absolut recht. Aber ihr wisst ja auch, wie bei den Müritz-Piraten traditionell so ein Anführerwechsel vollzogen wird. Das hat, glaube ich, oben im Chat auch schon jemand anders geschrieben. Zwei gehen in die Müritz, einer kommt raus. Oder ein Nee kommt raus. Das war sehr schön heute. Mir hat es gefallen, dass das so zwischen den Charakteren sich irgendwie entwickelt hat. Irgendwie für, auch wenn das irgendwie traurig ist, aber für Children of the Fall braucht es irgendwie so eine Story wie mit Dommy. Das ist hart, aber es gehört irgendwie dazu. Nee, hat mir auch sehr gut gefallen. Also ich liebe ja emotionales Drama und das war ja heute voll da. Also die bin ich auch mal gespannt, wie es dann jetzt mit Sophie auch weitergeht. Ja, Sophie denkt tatsächlich gerade über einen Playbook-Wechsel nach. Ob sie jetzt vielleicht zur Märtyrerin wird. Ja, cool. Das ist cool. Denn jetzt gibt es nicht mehr, wofür sie leben will. Agnes natürlich zur Anführerin. Oh, ich bin gespannt, denn das nächste Mal spielen wir am 2.7. Dieses Mal, oder dann dabei wieder Buddy und Alex und Ben
Das heißt also, es wird definitiv anders, weil ich glaube, dass alleine so die Konstellation an Personen, die mitmachen, macht schon viel anders mit der Story und mit den Ideen, die da kommen. Das ist schon sehr gespannt. Ja, ich auch auf jeden Fall. Hat sehr viel Spaß gemacht, war sehr schön mit euch. Ja, fand ich auch. Ein sehr schönes Abenteuer. Etwas ruhiger als das erste, aber es ist cool. Ich finde es halt cool, dass es halt so unterschiedlich ist. Ja. Und dass es halt dass es auch so dramatisch war, das finde ich cool. Ja, auf jeden Fall. Und fand ich super, dass du da diese Wendung eingebaut hast. Ja, sehr schön. Vor allem, wir hatten jetzt auch bloß nur zwei Grinser insgesamt. Und ich meine, die kann man wahrscheinlich auch nur das einzählen lassen, weil die waren ja schon ziemlich lädiert. Aber sie haben mir auch nicht gefehlt. Also es war trotzdem Spannung und Action und Drama. Ja. Genau. Ja, das ist wie bei Walking Dead. Das Interessante sind nicht die Zombies,